Parlamenten auf allen Ebenen arbeiten, denn die Last dieser Tätigkeiten wird von den Familien getragen. Vielen Dank, dass die Familien unser Engagement unterstützen. Und ich glaube, dass derjenige, der sich ehrenamtlich, der sich politisch engagiert, dass diejenigen die Helden unserer Demokratie sind. Und deshalb herzlichen Dank auch an die Familien. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unter uns darf ich begrüßen für das Landespräsidium Gabi Heise, Pascal Kober, Michael Link, Tim Kern und mit Ihnen alle Bundestags- und Landtagsabgeordneten aus Baden-Württemberg und der ganzen Republik. Unter uns Landesvorsitzende und Fraktionschefs aus den anderen Bundesländern, Stefan Birgner, Frank Müller-Rosentritt, Martin Hagen, Hauke Hilz, René Rock, Frank Sitta, Cornelius Villius-Senser, Sebastian Czaja und der Wahlgewinner von Thüringen, Thomas Kemmerich. Das hast du klasse gemacht. Gute Pferde springen knapp. Du hast gezeigt, dass die FDP in den neuen Ländern auch Wahlen gewinnen kann. Und ich grüße die Regierungsvertreter der Freien Demokraten in den Ländern, mein Präsidiumskollege Dr. Volker Wissing, der erfolgreich in Rheinland-Pfalz eine Ampelkoalition führt, sage ich jetzt mal. Herzlich willkommen. Und neben ihm sitzt unser Freund, der stellvertretende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp. Ihr macht es in Nordrhein-Westfalen genauso wie in Rheinland-Pfalz und in Schleswig-Holstein mit Jamaika richtig. Es gibt keine Regierung, in die die FDP eintritt, in der es keine Veränderungen gibt. Jede Regierung, in die die FDP eintritt, ist eine Reformkoalition. Und deshalb grüßen wir Joachim Stamm aus Nordrhein-Westfalen. Sie wissen, wir Freien Demokraten hier in Baden-Württemberg, wir haben gesagt, dieses Land wird unter seinen Möglichkeiten regiert. Und deshalb haben Uli Rühlke und ich uns vorgenommen, dass wir im Jahr 2021 die FDP so stark machen, dass wir unsere inhaltlichen Punkte durchsetzen. Wir haben nach der Wahl 2016 mit dem drittbesten Ergebnis aller Landesverbände Gespräche mit Grünen, Roten und Schwarzen geführt. Aber wir mussten erkennen, dass wir unsere Inhalte nicht durchsetzen. Wir sind aber der Meinung, dass wir mit allen demokratischen Parteien des Verfassungsbogens im Gespräch bleiben müssen in einer Republik, deren Parteienspektrum sich verändert. Und nach Lage der Dinge schwächelt ja die Union hier in Baden-Württemberg ohne Ende. Ist es durchaus rechnerisch möglich, dass es eine grün-gelbe Regierungsoption gibt? Ich sage klipp und klar, das ist keine Wunschkonstellation für uns. Das ist auch keine Koalitionsaussage. Aber wenn es rechnerisch eine Option gibt, dann schließen Uli Rühlke und ich und der Landesvorstand Gespräche nicht aus. Denn wir brauchen, um unsere Inhalte in die Tat umzusetzen, Regierungsmehrheiten. Wir sind halt, lieber Christian Lindner, noch ein bisschen von den absoluten Mehrheiten entfernt, auch wenn wir daran arbeiten, daran zu kommen. Und dann sagen wir, wenn es uns gelingt, in Baden-Württemberg unsere Kernpunkte durchzusetzen, Technologieoffenheit, endlich Klimaschutz durch Innovation statt durch Verbote. Wenn es gelingt, die regenerative Wasserstofftechnologie, die Brennstoffzelle, die synthetischen Kraftstoffe umzusetzen und damit eben auch den Wirtschaftsstandort, die vielen Tausende, zigtausende, ja Millionen Arbeitsplätze in ganz Deutschland mit allen Zulieferbetrieben zu erhalten, die Facharbeiterinnen und Facharbeiter eine gute Zukunft zu geben. Wenn wir das durchsetzen können, dann sind wir bereit, auch Verantwortung in der Regierung zu übernehmen. Sonst nicht, meine Damen und Herren.
Begrüßen Sie mit mir die Kollegen aus dem Fraktionsvorstand. Dr. Florian Tonka, Alexander Graf Lambsdorff, Stefan Thome, Christian Dürr und meinen Freund, den ersten PGF, Dr. Marco Buschmann. Wir beide haben eine Initiative gestartet, den Artikel 15 aus dem Grundgesetz zu streichen, weil wir erleben, wie die Enteignungsfantasien durch das Land toben. Sebastian Scheuer hat es in Berlin erlebt. Wo war da der Abwehrreflex der Bürgerinnen und Bürger? Durch die Enteignung einer Wohnung entsteht keine neue Wohnung. Wohnungsmangel kann man nicht durch Enteignungen bekämpfen, sondern nur durch den Bau neuer Wohnungen. Und deshalb ist es an der Zeit, deshalb ist es an der Zeit, dass wir den Enteignungsfantasien entgegentreten. Und das ist ja nicht nur Kevin Kühner, der BMW verstaatlichen will. Das ist ja auch Robert Habeck. Das haben ja viele schon vergessen. Der spricht davon, Enteignung sei das letzte Mittel. Und sein grüner Parteifreund Boris Palmer macht in Tübingen vor, was da dann geplant ist. Da werden die Grundstückseigentümer an die Kandare genommen. Wir Freie Demokraten verteidigen die Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Und dazu gehört auch das Privateigentum. Es ist an der Zeit, Artikel 15 des Grundgesetzes, der in der erfolgreichen Geschichte des Wirtschaftswunders noch nie eingesetzt wurde, endlich aus dem Grundgesetz zu streichen. Begrüßen Sie mit mir die ehemaligen Landesvorsitzenden, den Ehrenvorsitzenden Professor Jürgen Mollock, Birgit Homburger und Roland Kohn, dem ich zu seinem 50. Dreikönigstreffen heute gratulieren möchte. Unter uns, meine Damen und Herren, begrüßen wir auch die ehemaligen Bundesminister Professor Helmut Hausmann und Dirk Niebel. Und bei der Gelegenheit sage ich, es wäre wichtig, dass das große Land Baden-Württemberg mit 10,7 Millionen Einwohnern, so groß wie Belgien oder größer als Österreich, Slowenien, Slowakei, Tschechien und viele andere EU-Mitgliedsländer, endlich in einem Bundeskabinett wieder mit einem Ressortminister vertreten ist. Da sind drei Saarländer drin, aber kein Baden-Württemberger. Die Ergebnisse sehen Sie, meine Damen und Herren. Das muss dringend geändert werden. Unter uns die ehemaligen Landesminister Professor Uli Goll, Ernst Pfister, Corinna Werwig-Herdneck und Horst Mehrländer. Und für die Friedrich-Naumann-Stiftung, meine Damen und Herren, Wolfgang Gerhardt, unser langjähriger Fraktions- und Bundesvorsitzender und sein Nachfolger an der Spitze der Stiftung, Professor Karl-Heinz Paquet mit Steffen Sebisch. Die Stiftungsarbeit ist nicht zu unterschätzen. In der ganzen Welt wird hier politische Bildungsarbeit gemacht. Vielen herzlichen Dank dafür und herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, unter uns sind auch Vertreter der Wirtschaft. Hermann Scholde, Ehrenvorsitzender der Bosch-Gruppe. Sein Nachfolger sagt, Herr Denner, Strukturwandel können wir verkraften, Strukturbruch nicht. Deshalb brauchen wir, das ist unsere Forderung, eine technologieoffene Wirtschaftspolitik. Unter uns auch Jürgen Strube und Matthias Müller, die früheren Vorstandsvorsitzenden von BASF und von Porsche und auch ein Familienunternehmer, nämlich Heinrich Baumann von Eberspächer. Aber ganz besonders begrüßen möchte ich einen, der vor uns als Familienunternehmer Gesicht gezeigt hat bei den vergangenen Wahlkämpfen. Und er sagte, ich zitiere ihn, die CDU hat dringenden Nachholbedarf in Bezug auf marktwirtschaftliche Wirtschafts- und Steuerpolitik. Dies sagt der schwäbische Familienunternehmer Hans-Peter Stiel. Wo er recht hat, hat er recht. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, es ist mir eine besondere Ehre, den Enkel des ersten Bundespräsidenten Ludwig Theodor Heuss
und den Enkel des ersten Ministerpräsidenten Daniel Christoph Mayer hier herzlich begrüßen zu dürfen. Es ist toll, dass Sie da sind. Und meine Damen und Herren, viele inhaltliche Impulse unserer politischen Arbeit kommen von den jungen Liberalen. Und hier sind der Landesvorsitzende Valentin Abel und die Bundesvorsitzende Ria Schröder. Und sie haben zum Beispiel frühzeitig erkannt, dass die Hisbollah als terroristische Organisation dringend verboten werden muss. Sie haben einen Antrag gemacht, der wurde im Bundesvorstand verabschiedet. Die Bundestagsfraktion hat es aufgenommen. Wir haben es ins Parlament eingebracht. Und ja, es ist uns aus der Opposition heraus gelungen, eine Mehrheit im Bundestag zu finden. Wir fordern jetzt die Bundesregierung, insbesondere den Innenminister Horst Seehofer auf, endlich auch Taten folgen zu lassen und die Forderung des Deutschen Bundestags umzusetzen. Hisbollah ist eine terroristische Organisation und entsprechend sollte auch gehandelt werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage an der Stelle, wir blicken in ein Jahr 2020, wo wir regierungsamtlichen Stillstand erleben. Die Große Koalition dümpelt, sie streitet miteinander. Frau Esken, die neue Vorsitzende der SPD, verhält sich wie die Beschwerdestelle der Bundesregierung. Und meine Damen und Herren, Walter Borjans und Esken kommen mit immer neuen Vorschlägen. Mindestlohn 12 Euro, Neidsteuer auf Grundstücke, Vermögensteuer. Da wird die Union vor sich hergetrieben und die lassen das alles mit sich machen. Wo ist eigentlich die Grundhaltung der CDU, CSU? Wo ist ihre marktwirtschaftliche Überzeugung? Die Frau Merkel, bis zur Selbstaufgabe verbiegt sie sich, Hauptsache um an der Macht zu bleiben. Wir sagen von dieser Stelle aus, zeigen Sie mehr Rückgrat. Wir als Freie Demokraten sind auch bereit, über die Duldung einer Minderheitsregierung zu sprechen. Wir sprechen auch über Jamaika 2.0, wenn die Inhalte stimmen. Aber die sauberste Lösung, meine Damen und Herren, für einen Neuaufbruch dieses Landes, das wären Neuwahlen. Und ich glaube, man kann es ganz klar sehen, wir werden in Deutschland schlecht regiert. Weil wir drohen, Fortschritt durch Technik, Vorsprung durch Technik zu verlieren. Wir werden schlecht regiert, weil wir Weltmeister im Steuern erheben und Steuern erhöhen sind und nicht Weltmeister darin, Freiräume zu schaffen, dass Innovation und Technologie und Kreativität und Erfindergeist wirkt. Wir haben doch viel größere Potenziale als das, was in Deutschland hier gemacht wird, meine Damen und Herren. Wir werden schlecht regiert, weil wir bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung zurückgefallen sind. Vom 19. auf den 24. Platz von 28 europäischen Mitgliedsländern. Das ist ein Armutszeugnis. Und uns hat das Institut der deutschen Wirtschaft ja vorgerechnet, wenn wir den Digitalisierungsgrad Estlands hätten, ließen sich in Deutschland jährlich 78 Milliarden Euro für Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft einsparen. Welche Summen, die für die Steuersenkungen, für die Unternehmenssteuerreform, für die Abschaffung des Soli, aber auch für Investitionen in digitale Infrastruktur, in Verkehrsinfrastruktur und in Bildung zur Verfügung stehen würden. Meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, das schönste Gebäude in jedem Ort sollte keine Filiale einer Bank sein, sollte nicht ein Privathaus sein, sollte nicht das Rathaus sein und schon gar nicht die Veranstaltungshalle. Das schönste Haus in einem Ort sollte die Schule sein, denn Bildung ist das zentrale Zukunftsthema. Und damit komme ich zu meinem letzten Gedanken, denn oben wird mir schon rot geleuchtet, dass die Redezeit sich dem Ende neigt. Meine Damen und Herren, das Dreikönigstreffen verleitet auch immer wieder den einen oder anderen aus München sich zu melden, wobei so kraftvoll wie früher der Franz Josef Strauß ist es heute nicht mehr.
Meine Damen und Herren, Markus Söder hat sich ja jetzt gemeldet. Er will neuen Schwung in die Bundesregierung bringen. So, das nächste halbe Jahr denkt er auch über eine Kabinettsumbildung auf Bundesebene nach. Er nennt dabei keine Namen, aber er nennt Ressorts, Innovation und Wirtschaft. Das sind Frau Karliczek und Herr Altmaier. Aber ich wundere mich, warum Herr Söder nicht anfängt, mal vor der eigenen Türe zu kehren. Die drei CSU-Minister sind doch alle ein Flop, meine Damen und Herren. Und insbesondere der Verkehrsminister, erinnern Sie sich noch an den Wahlkampf-Gag der CSU in Bayern, die Einführung einer Maut für alle Nicht-Bayern? Von Anfang an gab es erhebliche europarechtliche Bedenken. Das EuGH-Urteil war erwartbar. Gegen den Rat seiner Ministerialbeamten hat Herr Scheuer die Verträge zu Lasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler durchgedrückt. Und jetzt wird die Verantwortung weggedrückt. Das werden wir ihm nicht durchlassen, meine Damen und Herren. Ich fordere Herrn Scheuer von dieser Stelle auf, übernehmen Sie die Verantwortung für den Mautmurks und räumen Sie Ihren Sitz. Meine Damen und Herren, es ist gut, dass Sie da sind, hier in Stuttgart. Wir stehen vor den schwersten Wahlkämpfen, die wir wahrscheinlich überhaupt je hatten. Ich glaube, dass wir Freien Demokraten gut gerüstet sind. Wir haben allein in Baden-Württemberg fast 1000 neue Mitglieder gewinnen können. Bundesweit sind wir im Aufwärtstrend. Lassen wir uns nicht kirre machen. Demokratie lebt vom Mitmachen. Selber denken macht schlau. Wir haben eine Vision für Deutschland und Europa. Im Jahr 2050 wollen wir in einem geeinten Europa leben. Wir wollen die Grundwerte der liberalen, pluralistischen Demokratie auch in der digitalen Welt durchgesetzt haben. Wir werden den Klimaschutz durch die konsequente Anwendung des technischen Fortschritts erreicht haben. Und meine Damen und Herren, wir lassen uns dabei leiten von den Grundwerten, die wir vertreten. Und das ist vor allen Dingen die individuelle Freiheit. Und deshalb sprechen wir uns ganz klar aus gegen alle Verbotsvorschläge. 2019, Verbot von Feuerwerk, von schnellem Fahren, von Steingärten, von Inlandsflügen, von Osterfeuer, von Konfetti, von Verbrennungsmotoren, von SUVs, von Retouren, von Plastiktüten, von Grillen, von Kunstrasen, von Kreuzfahrten, von E-Scootern, von Luftballons, von Energydrinks, Werbung für Süßigkeiten, Laubbläser, Pickups, Freigang für Katzen, alles Vorschläge, die vor allen Dingen von den Oberdirigisten der Grünen gemacht worden sind. Meine Damen und Herren, wir sind gegen diese Verbote. Und deshalb fordere ich mit einem Augenzwinkern nur ein einziges Verbot. Wer ein Verbot fordert, sollte vorher nachdenken. Also ich fordere das Verbot, Verbote zu fordern, ohne nachzudenken. In diesem Sinne, alles Gute für das Jahr 2020. Ihr Michael Theurer. Michael Theurer oder, wie das Handelsblatt letzte Woche anerkennend formuliert hat, der Mr. Mittelstand. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Frank Grübler und ich habe die Freude, Sie heute durch das Programm zu führen. Um in der Zeit zu bleiben, gehe ich direkt auf die nächste Rednerin über, die Generalsekretärin der Freien Demokraten, Linda Teuteberg. Applaus
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freie Demokraten, liebe Freunde der Freiheit hier im Saal und alle, die uns hier folgen, auch von meiner Seite Ihnen und Ihren Familien alles Gute für ein gesundes, gesegnetes neues Jahr. Erlauben Sie mir die Bemerkung, dass es mich mit Freude, mit Stolz, mit Dankbarkeit erfüllt, heute hier sprechen zu dürfen, mit Dankbarkeit für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, mit Dankbarkeit aber auch für die Gastfreundschaft der baden-württembergischen Freien Demokraten hier. Und Michael, du weißt, auch als Preußin bin ich immer gern in Baden-Württemberg. Ich finde, hier spürt man die Tradition, eine deutsche Freiheitstradition und natürlich die unserer politischen Heimat der Freien Demokraten. Und dass das gar nicht so selbstverständlich ist, heute hier sprechen zu dürfen, hat ja noch einen anderen Grund. Als vor 30 Jahren am 6. Januar 1990 Hans-Dietrich Genscher hier sprach, da sprach er von den Deutschen in der DDR, die europäische Freiheitsgeschichte gestalten. Daran gilt es auch heute zu erinnern. Das hat mit beigetragen dazu, dass wir uns heute hier sehen. Und ich finde, das ist ein guter Grund, mit Zuversicht in dieses Jahr zu gehen, an diese Geschichte zu denken, meine Damen und Herren. Und das zeigt zugleich, unabhängig von allen Diskussionen, die manche jetzt anfachen, wann numerisch ein neues Jahrzehnt beginnt, wir spüren doch alle ganz unabhängig davon, dass eine Zeitenwende da ist, dass die Freiheit unter Druck steht, dass dieses Jahrzehnt, wann immer es beginnt, besondere Herausforderungen für uns bereithält, dass die Freiheit von innen und außen bedroht wird, dass viele da sind, die sich gelenkte Demokratie, gelenkte Wirtschaft oder gelenkte Biografien wünschen. Und da haben wir eine ganz besondere Aufgabe. Und wir haben hier das Motto, bleiben wir frei, denken wir groß. Das bedeutet auch, dass es darum geht, Freiheit zu verteidigen, aber nicht nur im Sinne einer sozusagen progressiven Nostalgie, nur Errungenschaften zu verteidigen. Das ist auch wichtig, denn wir haben was zu verteidigen und wir haben Errungenschaften in dieser Bundesrepublik, sondern auch nach vorne gerichtet, den Mut zu haben, groß zu denken, um die Handlungsfähigkeit und die Glaubwürdigkeit dieser liberalen Demokratie unter Beweis zu stellen. Das fordert uns in diesem Jahrzehnt ganz besonders heraus. Ich bin überzeugt, dass ein Liberalismus, der diese Bewährungsprobe bestehen will, dass der sensibel und robust zugleich sein muss. Der muss sensibel sein, dafür verschiedene Arten von Gefährdungen zu erkennen und zu unterscheiden. Und er muss aber auch robust darin sein, klar zu benennen, was eine Gefährdung der Freiheit ist oder nicht, unabhängig davon, dass die unterschiedlich geartet sein können. Und er muss robust in dem Sinne sein, dass er zu klaren Antworten fähig ist, zu Handlungsfähigkeit. Und lassen Sie mich das an drei Feldern mit aktuellen Beispielen untermauern. Das eine ist für uns ganz wichtig, die gesellschaftliche und politische Freiheit, die Liberalität im Inneren. Und da haben wir in diesen Tagen sehr viel Anlass zu sprechen über den Stil der Debatten in unserem Land, über die Frage des staatlichen Gewaltmonopols und über Meinungsfreiheit. Und es wurde hier angesprochen, meine Kollegin Judith Skudelny wird mit einer feigen Morddrohung hier bedroht. Es gibt Anschläge auf Journalisten, auf Politiker. Es gibt Angriffe auf Polizisten. Und ich finde, das ist ganz klar, gerade für eine liberale Bürgerrechtspartei zu sagen, wir müssen das Gewaltmonopol des liberalen Rechtsstaates verteidigen. Niemand hat das Recht, sich eine höhere Moral zu nehmen. Niemand hat das Recht, mit der Begründung einer tatsächlich oder vermeintlichen höheren Moral das Recht in die eigenen Hände zu nehmen und mit Gewalt durchzusetzen, was seine oder ihre Argumente nicht vermögen. Und das ist in diesen Tagen leider nicht so selbstverständlich und muss gesagt werden. Und das ist übrigens auch ein wichtiges Thema, gerade für eine Bürgerrechtspartei, denn wir brauchen für freie Debatten, in denen sich die liberale Demokratie bewährt, müssen wir Einschüchterungen entgegentreten. Das tun wir als Freie Demokraten in den klassischen Bürgerrechtsthemen, wenn Sie daran denken, dass im Volkszählungsurteil das Bundesverfassungsgericht genau damit argumentiert hat, dass durch zu viel Überwachung und Datensammlung kein Einschüchterungseffekt entstehen darf, wie Bürger sich verhalten, was sie noch tun.
Das machen wir zum Thema, wenn wir heute den Vorschlägen der Bundesjustizministerin entgegentreten, Passwörter offenzulegen und damit die Privatsphäre der Bürger zu gefährden. Aber das muss eben nicht nur im Netz gelten, da unbedingt auch auf den öffentlichen Plätzen unseres Landes oder in den Universitäten, wo Meinungsaustausch stattfinden muss. Auch da müssen wir dafür sorgen. Auch da stehen wir Freien Demokraten dafür, dass die Stärke des Rechts und nicht das Recht des Stärkeren gilt. Auch nicht das Recht des Lauteren oder des Gewaltbereiteren. Und die Debatten der letzten Tage haben übrigens auch gezeigt, wenn es um manche missglückte Satire, um Tweets geht, wo wir ganz andere Herausforderungen zu meistern haben. Wir brauchen auch Bürger, die Debatten so führen, dass man andere Meinungen aushält, ohne sie zu diffamieren, nur weil andere sie auch vertreten, die man für unappetitlich hält, wo man alle Meinungen, die auf dem Boden des Grundgesetzes steht, für die auch Toleranz aufbringt und wo man es mit Satire und Meinungsfreiheit und Respekt allen gleichermaßen zugesteht, meine Damen und Herren. Nur so werden wir auch wieder Debatten erleben, an deren Ende nicht nur Verlierer stehen, wie bei der Debatte, die hier über die Feiertage stattfand, über Generationen und vermeintliche und tatsächliche Satire, sondern Debatten, die wieder dazu führen, dass demokratische Entscheidungen Akzeptanz finden, dass sie legitimiert sind. Und wir stehen wie keine andere politische Kraft dafür, dass diese gesellschaftliche und politische Freiheit für uns untrennbar mit der wirtschaftlichen Freiheit verbunden ist. Und andere wollen das trennen. Und wir erleben eine ganz ernste Kampfansage an die soziale Marktwirtschaft. Michael Theurer hat es gerade richtig angesprochen, nicht nur durch Kevin Kühnert oder auch Robert Habeck, der mit Enteignungen liebäugelt, sondern das alles fällt ja auf einen Resonanzboden. Warum gibt es dagegen relativ wenig Widerspruch? Warum gibt es eine Faszination, ja geradezu eine Erotik offenbar dieser radikalen Vorschläge, die so wenig zu tun haben mit der freiheitlichen Ordnung unseres Grundgesetzes? Das muss uns als Freunde der sozialen Marktwirtschaft doch umtreiben. Und wir sehen durchaus Probleme und Herausforderungen. Wir sehen, dass es ein unhaltbarer Zustand ist, wenn immer noch das Elternhaus mehr über den Bildungserfolg von jungen Menschen entscheidet, über ihren Bildungsweg als eigene Leistung. Das wollen wir angehen, liebe Freunde. Und wir sehen auch, dass es für viele Menschen zu schwierig ist in unserem Land, sich ein eigenes Vermögen, Eigentum aufzubauen zum Beispiel. Aber wir ziehen völlig andere Schlüsse daraus als Kevin aus West-Berlin und andere. Wir haben nicht nur aus der Geschichte gelernt, wir sind schon immer für Marktwirtschaft. Wir wollen wirklich Freiheit und Verantwortung. Und da muss man nicht bis in die DDR schauen. Auch das wäre gut bei dem Thema. Man kann nach Venezuela und anderswo schauen und man sieht, Sozialismus, der macht nicht frei und der macht nicht sexy, der macht arm. Und deshalb gehen wir an diese wichtigen Themen und auch an soziale Fragen mit sozialer Sensibilität, aber eben auch mit dem Wissen darum, was sind praktikable Lösungen. Und das, was die Sozialdemokraten da, und ich würde es nicht ansprechen, wenn es nicht für die Herausforderung der Freiheit so wichtig wäre, denn die Situation ist ja tragisch bei denen, dann, was die vorschlagen, das ist ja von einem sehr, ja, von einem kapitulierenden Menschenbild geprägt. Wenn ich Ungerechtigkeiten feststelle, wenn ich sage, es muss mehr Durchlässigkeit, mehr Aufstiegschancen geben, für uns ein ganz wichtiges Thema, oder mehr Chancen zur Eigentumsvermögensbildung, dann muss ich doch diese Chancen schaffen, statt zu resignieren und zu sagen, es gibt eh keine Gerechtigkeit, keine Leistungsgerechtigkeit, da muss ich nur noch umverteilen. Wir wollen Bildung als Bürgerrecht durchsetzen. Und der Geist, der 1969 dieses Aufstiegsversprechen und diese Idee, Bildung zu fördern für alle, beflügelt hat, der war eben ein optimistischer Geist, dass nämlich mit besseren Rahmenbedingungen jeder und jede sich entfalten kann und aus ihren Talenten etwas machen kann und nicht, dass es umverteilt wird. Und sehr geehrte Damen und Herren, das
machen wir zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, da wo wir Verantwortung tragen, wo in der Bildungspolitik mit Talentschulen auch in schwierigen Situationen Talente gefördert werden sollen. Oder, ist mir auch sehr sympathisch, Schreiben nach Gehör abzuschaffen. Das klingt erstmal altmodisch, aber... Gerade die ganz basalen, die Grundfähigkeiten, die Kulturtechniken, die in der Grundschule vermittelt werden, die sind wichtig für einen chancengerechten Staat. Dafür, dass alle Kinder sich mit Lesen, Schreiben, Rechnen können, dann Inhalte, die sie interessieren, erschließen können. Das ist der wichtige Start. Darum geht es für uns. Und das endet nicht mit der Grundschule, sondern wir nehmen die Herausforderungen der Digitalisierung auch da an, indem wir sagen, auch im mittleren und höheren Alter muss eine zweite Ausbildung, ein zweites Studium bei uns förderfähig sein. Deshalb schlagen wir das Midlife-BAföG vor. Denn wir wollen, dass keine Biografie eine Sackgasse ist, dass jeder und jede sich mit Einsatz, Bereitschaft und gutem Willen aus schwierigen Situationen wieder herausarbeiten kann, liebe Freunde. Und der zweite Teil dieses Themas, neben der Durchlässigkeit, den Bildungschancen, ist eben die Frage, haben bei uns viele Menschen die Möglichkeit, Eigentum zu bilden, Vermögen zu bilden, aus ihrem selbstverdienten Geld mehr netto vom Brutto zu haben und sich etwas aufzubauen. Und da gibt es viel zu tun. Das betrifft natürlich die Grunderwerbsteuer, wo wir vorschlagen, für die erste selbstgenutzte Immobilie einen Freibetrag zu haben. Das betrifft die Frage, Altersvorsorge endlich zu ermöglichen. Zum einen nicht durch eine unsinnige Finanztransaktionssteuer Kleinanleger zu bestrafen, aber auch nicht eine Finanzpolitik zu machen, die diese Staatsschuldenkrise verlängert und die Nullzinspolitik und die Enteignung der Sparer weitertreibt. Und schließlich ist Wohnungsnot ein wirklich, wirklich ernstes Thema und ein Problem für Menschen, die ihr Leben gestalten wollen. Aber gerade wem es ernst ist, der muss doch nach echten Lösungen suchen. Und wenn ich mir das Tempelhofer Feld in Berlin ansehe, dort könnten sofort so viele Wohnungen gebaut werden, wie es in Berlin leider im Moment auch zum Beispiel obdachlose Menschen gibt. Als Senat immer weniger Wohnungsbaugenehmigungen zu geben und solche Flächen unbebaut zu lassen, das ist unterlassene Hilfeleistung, liebe Freundinnen und Freunde. Denn Mietpreisdecke und Mietpreisbremsen, die helfen bestenfalls aber auch nicht wirklich denen, die schon eine Wohnung haben. Aber wer wirklich händeringend eine sucht, bekommt dadurch leider keine. Und nun ist es interessant übrigens, es ist nicht nur bei den Sozialdemokraten die soziale Marktwirtschaft nicht mehr in guten Händen. Man weiß ja gar nicht, wo man dort die Union noch suchen soll. Es reicht nicht, wie Herr Altmaier es macht, einen Saal im Bundeswirtschaftsministerium nach Ludwig Erhard zu benennen. Die Dienstpflicht scheint jetzt der Phantomschmerz zu sein, konservativer Profilbildung. Wenn der Wirtschaftsflügel der Union immer, ich sage nur die Stichworte, Soli-Abbau, kalte Progression, Bürokratieabbau, wie ein Tiger startet und wie ein Bettvorleger landet in der Union, dann sucht man das jetzt zu kompensieren über so unsinnige Vorschläge wie eine Dienstpflicht für junge Menschen. Das löst kein Problem. Es stellt junge Menschen unter den Verdacht, sich nicht längst zivilgesellschaftlich sehr stark zu engagieren. Und es ist einfach ein untauglicher Vorschlag, der ablenkt davor, dass die Union kein Profil mehr hat, wo wir sie bräuchten bei der Marktwirtschaft, liebe Freundinnen und Freunde. Und die Grünen wiederum, wenn Herr Habeck sagt, Verbote seien die Voraussetzung von Freiheit, dann sage ich dazu mal ganz gelassen, Verbote gab es schon, bevor es die Grünen gab, auch die Straßenverkehrsordnung, die er gern zitiert. Aber Verbote sind einfach eine Möglichkeit staatlicher Eingriffe, aber in den seltensten Fällen die beste und klügste. Und diesen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in unserem freiheitlichen Rechtsstaat, den gab es auch schon vor den Grünen. Insofern finde ich, können wir in diese Debatten sehr gelassen gehen, Verbote ohne Schaum vor dem Mund, aber mit guten Argumenten abzulehnen, liebe Freunde.
Und was ich daran spannend finde übrigens, die neue Unübersichtlichkeit, diesen Begriff benutzen ja viele für die Weltordnung, für die politische Situation im Allgemeinen. Nach meinem Eindruck ist für unsere Kritiker zum Teil eine neue Unübersichtlichkeit ausgebrochen. Ich habe am Freitag im Morgenmagazin die Frage gestellt bekommen, man wisse gar nicht, für wen sie Politik machen, die Facharbeiter, die Bauern oder vielleicht noch weitere Gruppen. Da muss ich sagen, ja, wir machen Politik für alle, die Freiheit und Verantwortung schätzen, egal welchen Beruf sie haben, egal aus welcher Schicht sie kommen, dass alle, die unser Lebensgefühl teilen, die Aufstieg wollen durch eigene Leistung, die sozialen Ausgleich wollen, aber nicht mit der Gießkanne, sondern würdewahrend und zielgenau. Die sind bei uns herzlich willkommen. Und wenn manche andere dabei immer noch Worte wählen, die aus der Zeit gefallen sind, ich sage nur Herr Walter Borjans, was hat der für ein Bild von Arbeitnehmern, wenn er mit dem Begriff, mit der Frage, Arbeitnehmer erreichen zu wollen, den Begriff Arbeiterführer verbindet? Nach meinem Verständnis und ich denke nach unserem Verständnis sind Arbeitnehmer suchen nicht nach einem Führer. Arbeitnehmer wollen Piloten und Unternehmer ihrer eigenen Biografie sein. Und auch dafür treten wir als Freie Demokraten ein, liebe Freunde. Und schließlich gilt unser Verständnis von Freiheit, von Menschenrechten auch weltweit. Und ebenfalls vor 30 Jahren hat hier Hans-Dietrich Genscher gesagt, ein geeintes Deutschland, was damals noch nicht ganz klar war, aber schon auf der Agenda, das wird zu mehr und nicht zu weniger Stabilität für Europa führen. Ich finde, das sollte uns heute Verpflichtung sein. Die Bundesregierung, die will zwar ein stabiles Europa, sagt sie, aber sie erklärt nicht, wie man sich dieses Europa vorzustellen hat. Sie antwortet nicht auf die Reformvorschläge anderer und das beunruhigt unsere Partner, unsere Verbündeten. Erwachsene Freiheit heißt Verantwortung. Das gilt auch für uns in Europa und in der Welt. Und liberale Außenpolitik, die bezeichnet sich durch Berechenbarkeit aus. Die will Dialog, die will Diplomatie. Sie weiß allerdings auch, dass manchmal auch Verteidigungsbereitschaft und Abschreckungsfähigkeit wichtig ist. All das sollten wir auch unseren Bündnispartnern bieten und verlässliche Partner sein. Darauf kommt es in nächster Zeit ganz besonders an, liebe Freundinnen und Freunde. Und schließlich in diesem Jahr, das wir jetzt beginnen, sind wir auch in dem Jahr 30 Jahre nach dem ganz turbulenten Jahr zwischen Mauerfall und deutscher Wiedervereinigung. Und ich finde, wir sollten das zum Anlass nehmen, zum einen über das viele Gelungene zu sprechen, denn es ist so viel mehr gelungen in diesem Prozess, für den es kein Vorbild, keine Blaupause, kein Lehrbuch gab. Insofern auch interessant für die Herausforderungen, die jetzt vor uns stehen, in dem sehr, sehr viel gelungen ist. Und zugleich nicht manche Fehler der letzten 30 Jahre wiederholen. Vielleicht auch manche Fehler, die die Kommunisten und Karl Marx gemacht haben, wenn es hieß, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Da mag was dran sein. Aber wenn ich mir ansehe, wie manche Stimmung heute in unserem Land ist, trotz guter persönlicher Lebenssituation, dann bestimmt auch das Bewusstsein das Sein. Und wir sollten in diesem 30. Jahr der Deutschen Einheit nicht mehr nur über Geld, Fördermittel, Infrastruktur, die alle wichtig und richtig sind für unsere ganze Republik, sprechen, sondern auch darüber, was verbindet uns, was macht uns aus und was ist eine gemeinsame Identität, ein zeitgemäßer Patriotismus, der uns auch gemeinsam Kraft gibt, unsere liberale Demokratie zu verteidigen. Und eine Sache finde ich dabei wichtig für diesen Dialog, gesamtdeutsch auf Augenhöhe. Ich habe in einer Dokumentation in diesen Tagen über dieses spannende Jahr 1990 flapsig und nett gemeint, aber doch bezeichnend die Bemerkung gehört, dass bei manchen schwierigen Situationen in den letzten 30 Jahren man sich fragte, wen haben wir uns da angelacht mit den Ostdeutschen? Nun mag sich das mancher gefragt haben, vielleicht mancher auch bei mir. Aber diese Haltung, Reinhold Maier, Hans-Dietrich Genscher und andere, die wussten noch, man hat sich damals nicht jemanden angelacht, sondern das waren Deutsche,
die ohne eigenes Verschulden, denn es war weder Verdienst noch Schuld Einzelner, in welchem Teil der Republik und in welcher Besatzungszone sie zur Welt gekommen sind, erst später zum Geltungsbereich des Grundgesetzes kommen konnten. Und wir sollten deshalb ohne eine Arroganz von oben herab, wer schon länger Bundesbürger sei oder nicht, in diesen Dialog treten. Und ich finde, wir haben trotz der großen Schwierigkeiten übrigens allen Grund zur Zuversicht für diese Herausforderung für die liberale Demokratie. Wenn wir nicht wie das Kaninchen vor der Schlange als Westen insgesamt, als Liberale vor diesen Herausforderungen stehen. Denn es gibt so viel Grund zur Zuversicht. Dass in den letzten 2 Jahren so viele Bücher und Aufsätze über den vermeintlichen Tod des Liberalismus erschienen sind, ist eigentlich schon wieder ein Zeichen, wie sehr erlebt. Denn das unterscheidet uns von autoritären Systemen, dass die Probleme, die Krisen, die Verwundbarkeit dieses besten Systems, das wir jemals hatten, offen diskutiert werden. Haben Sie in den 80er Jahren in autoritären Staaten des Kommunismus Bücher über den Niedergang des Kommunismus in der Buchhandlung gefunden? Das zeigt aber unsere Herausforderung, dass wir mit dieser Verwundbarkeit des Liberalen, der Demokratie verantwortungsvoll umgehen, dass wir die Krisen annehmen, dass wir Lösungsvorschläge machen, dieses System nicht selber schlecht reden, sondern positiv fortentwickeln als selbstkritische Kämpfer. Lasst uns das tun und alle Bürgerinnen und Bürger dazu einladen, die es mit uns tun wollen, am besten mit Gestaltungsmacht, aber immer mit klarem Kompass. Vielen Dank. Linda Teudeberg. Bleiben wir frei und denken wir groß. Was eine wunderbare Alternative zu Technikfeindlichkeit und Verbotspolitik. Vielen Dank. Freuen Sie sich jetzt mit dem nächsten Redner auf eine profunde Analyse der politischen Highlights in 2019 und der Eckpunkte für 2020 im Stammland der Liberalen. Begrüßen Sie den Vorsitzenden der Freien Demokraten im Landtag von Baden-Württemberg, Dr. Hans-Ulrich Rühlke. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, auch von mir alles Gute, Glück, Erfolg, vor allem Gesundheit. Im Jahr 2020, das ein Jahr werden soll, in dem wir die wichtige Wahl in Hamburg, die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen und Bayern gewinnen und in dem wir uns richtig aufstellen für das Superwahljahr 2021. Was wird dieses Jahr 2020 aber wirtschaftlich bringen? Ganz offensichtlich sind die fetten Jahre vorbei. In Ihrer Prognose für das Wachstum des Jahres 2020 sagt die Landesbank Baden-Württemberg, die Bundesrepublik Deutschland befände sich am Ende der Staaten der Europäischen Union. Und Baden-Württemberg befindet sich am Ende der Bundesländer. Und das hat zu tun mit der Krise im Fahrzeugbau, in der Automobil- und Zuliefererindustrie. Darüber wird zu reden sein. Was sind die Konsequenzen, die in Berlin und Stuttgart aus diesem Befund gezogen werden? In Berlin konsumtive Wahlgeschenke statt Investitionen in die Infrastruktur. Da ist die Rede von der Mindestrente, vom Mindestlohn, von der Rente mit 63, von der CO2-Steuer. In Stuttgart ist der Befund ganz ähnlich, meine Damen und Herren. Keine Investitionen in die Infrastruktur,
sondern Rücklagen für Wahlgeschenke und konsumtive Ausgaben. Die Zahl der Stellen in der Landesverwaltung ist seit 2017 um 7.600 gestiegen. Und im aktuellen Haushalt, im Doppelhaushalt dieser Koalition, finden sich schöne Dinge. Beispielsweise 100.000 Euro für eine Dialektinitiative. Also Linda, du hattest vorhin erwähnt, die Vorstellung, dass Herr Kretschmann gleichzeitig für eine Dialektinitiative und für Schreiben nach Gehör eintritt, hat schon einen gewissen Charme, meine Damen und Herren. Meine Lieblingsposition im Haushalt ist aber, Vorsicht, keine Satire, das Bienenprojekt Gambia. 100.000 Euro für ein Bienenprojekt Gambia mit dem Ziel, dass ausreisepflichtige Gambier in Deutschland zu Imkern ausgebildet werden, damit sie nach ihrer Rückkehr nach Schwarzafrika als Multiplikatoren für das Bienenwesen dienen können. Die Zukunft des afrikanischen Kontinents liegt also im Honig. Möglicherweise kann man auch die Liste der sogenannten sicheren Herkunftsländer künftig daran orientieren, wie viele Bienenvölker es vor Ort gibt. All das findet sich im Übrigen im Haushalt von Innenminister Strobel, unserem besonderen Freund. Und da wir heute hier in einem Staatstheater sind, fällt mir dazu ein Satz des Kabarettisten Werner Fink ein, der einmal gesagt hat, auch die Bretter, die einer vor dem Kopf hat, können die Welt bedeuten. Traurig ist die Entwicklung in der Bildungspolitik im Land Baden-Württemberg. Dauernder Niveauverlust. Es wird, davon geredet, es müsse sich ändern. Gleichzeitig sagt Herr Kretschmann, Originalzitat, wir geben immer mehr Geld in die Bildung und die Kinder werden immer dümmer. Wenn dem so ist, meine Damen und Herren, muss mir doch irgendwann aufgehen, dass ich die falsche Bildungspolitik mache im Land Baden-Württemberg. Und es ist ja auch kein Wunder. Die Bildungspolitiker dieser Koalition sind getragen von der Überzeugung, auch das, Linda, hattest du angesprochen, der Bildungserfolg der Kinder sei abhängig von der Herkunft der Eltern. Ja, wenn dem so ist, muss man was tun. Aber die bildungsideologische Schlussfolgerung dieser Koalition ist die falsche, nämlich zu sagen, wir stecken alle Kinder in die Gemeinschaftsschule und dann wird alles gut. Das ist nicht der Weg, meine Damen und Herren. Nicht Schulstrukturdiskussionen müssen geführt werden, sondern wir müssen darüber reden, wie ist die Qualität des Unterrichts, wie das Lehrer-Schüler-Verhältnis und vor allem, wie kann jedes Kind individuell nach seinen Begabungen gefördert werden, meine Damen und Herren. Das ist der richtige Weg. Und wenn man das tut, dann muss eine Landesregierung in Baden-Württemberg auch keine Angst mehr davor haben, dass die künftigen Akademiker einem bundesweiten Zentralabitur ausgesetzt werden. Und wenn man das tut, meine Damen und Herren, dann gelingt es vielleicht auch endlich, dass auch eine Landesregierung signalisiert, dass es keine Schande ist, wenn junge Menschen Handwerker werden. Das Handwerk ist nämlich keine Schande. Sondern es ist notwendig und jeder Handwerker und jeder Facharbeiter ist genauso wertvoll für unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft wie jeder Akademiker. Applaus
Und wer das versteht, der schaut sich dann vielleicht an, wie die Schulstrukturen sind in Ländern, die damals erfolgreich waren, als Baden-Württemberg noch erfolgreich war und die es heute immer noch sind. Also beispielsweise Sachsen, Thüringen und vor allem Bayern. Und dann stellen wir fest, diese Länder haben festgehalten an einem vielgliedrigen und differenzierten Schulsystem. Und wenn dieses Schulsystem vielgliedrig und differenziert ist und es noch dazu so durchlässig ist, wie es sein muss, dass Kinder ihre Begabungen vielleicht auch später entwickeln können, dann macht es auch Sinn, meine Damen und Herren, das zu tun, was wir als einzige Partei im Landtag von Baden-Württemberg vorschlagen, nämlich so wie die erfolgreichen Länder wieder zu einer verbindlichen Grundschulempfehlung zurückzukehren, meine Damen und Herren. Das nächste traurige Kapitel, die Infrastruktur in diesem Land. Straßen, Brücken, vor allem Bäder, kommunale Bäder. Herr Kretschmann wurde in diesem Sommer gefragt, warum denn seine Landesregierung kein Sanierungsprogramm für marode kommunale Bäder auflegt. Seine Antwort war, das braucht's it. Ich habe auch in der Donau schwimmen gelernt. Aus diesen Sätzen spricht bemerkenswert wenig Angst vor offenen Gewässern. Vielleicht hat er auch an sein Kabinett gedacht. Die eine oder andere Figur im geistigen Auge schwankend vor sich gesehen und sich an jenes indische Sprichwort erinnert, das da heißt, im Becher ertrinken mehr Menschen als im Meer. Dennoch hat die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als sie diesen Satz hörte. Nein, meine Damen und Herren, auch die digitale Infrastruktur ist ein Problem in diesem Land. Auch dazu hat sich Herr Kretschmann in seiner originellen Art geäußert und gesagt, nie hat eine Landesregierung so viel Geld für die Digitalisierung ausgegeben. Da hat er recht. Und trotzdem, so Winfried Kretschmann weiter, treffe ich seit Beginn meiner Amtszeit in Stuttgart immer auf dasselbe Funkloch. Also meine Damen und Herren, wenn ich seit 9 Jahren Regierungschef eines hochtechnologisierten Landes bin, mehr Geld in die Bildung in die Digitalisierung gebe denn je und immer noch in meiner Hauptstadt immer auf dasselbe Funkloch treffe, dann stimmt was mit meiner Digitalisierungspolitik nicht. Das müsste doch eigentlich einleuchten. Was notwendig ist, ist, dass wir endlich dahin kommen, was jetzt auch Frau Eisenmann eingesehen hat. Guten Morgen. Ein Digitalisierungsministerium, nicht 4, mit umfassenden Zuständigkeiten und Durchgriffsrecht. Zum Zweiten, eine Politik, die sich die weißen Flecken auf der Landkarte anschaut und das Problem zielgerichtet angeht. Und vor allem eine Entbürokratisierung des Antragswesens. Wernher von Braun, meine Damen und Herren, hat einmal gesagt, bei der Eroberung des Weltraums gibt es 2 Probleme. Die Schwerkraft und die Bürokratie. Mit der Schwerkraft wären wir fertig geworden. Die zentrale Herausforderung, meine Damen und Herren, ich sprach das zu Beginn an, des Jahres 2020 und der folgenden, ist die Frage nach der Zukunft des Mobilitätsstandorts Baden-Württemberg. Die Frage, wie geht es mit der Automobil- und Zulieferindustrie weiter?
Die Überschrift der ehemaligen grün-roten Landesregierung war: Wie ruiniere ich ein erfolgreiches Bildungswesen? Die Überschrift der grün-schwarzen Landesregierung ist: Wie bleibe ich an der Macht? Die Überschrift einer Regierungsbeteiligung der FDP, lieber Michael Theurer, so wie du das angesprochen hast, ab 2021 muss sein: Wie gestalte ich den Mobilitätsstandort Baden-Württemberg weiter, sodass er umweltfreundlich ist, aber die Arbeitsplätze erhalten bleiben und auch die individuelle Mobilität für die Bürgerinnen und Bürger? Das ist die Herausforderung. Und jetzt stellt sich die Frage: Welche Partei hat eine Antwort auf diese Herausforderung? Von CDU und SPD hören wir nichts. Dann gibt es die Rechtspopulisten. Die haben eine Antwort, eigentlich sogar zwei. Der eine Flügel erklärt, es gibt überhaupt keinen Klimawandel. Und die andere Hälfte sagt, es gibt zwar einen Klimawandel, ja, es wird wärmer, aber das hat mit dem Menschen nichts zu tun und schon gar nicht mit dem Ausstoß von CO2. Also kann man munter weitermachen wie bisher und die Motoren mit fossilen Brennstoffen weiter antreiben. Das ist nicht die Politik der FDP, und im Übrigen sei an dieser Stelle sehr deutlich gesagt, mit Blick in den Landtag von Baden-Württemberg, diese Flügelfraktion, die da sitzt, um nur ein einziges Beispiel zu nennen aus dem vergangenen Jahr, da erklärt diese Fraktion, die Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg habe nicht das Recht, sich zur Erinnerungskultur zu äußern, weil ihre Vorfahren ja nicht auf deutschen Schlachtfeldern geblutet hätten. Meine Damen und Herren, das ist Rassismus, das ist Blut- und Bodenideologie. So etwas hatten wir zum Glück seit 1945 nicht mehr. So etwas wollen wir in Deutschland nie wieder hören. Und deshalb dürfen diese Leute nie an die Macht kommen. Nun bleiben noch die Grünen. Haben die eine Antwort auf diese Herausforderung? Herr Kretschmann tritt ja wieder an im nächsten Jahr. Er hat mehrfach vor dieser Entscheidung öffentlich philosophiert über sein Alter. Da wir bei der Mobilität sind, Juan Manuel Fangio hat einmal gesagt, das beste Rezept gegen das Altwerden ist das Dösen am Steuer eines fahrenden Autos? Keine Sorge, Herr Kretschmann fährt nicht mehr selbst, aber er döst am Steuer des Regierungsschiffs. Ja. Und ob Sie es glauben oder nicht, das beste Beispiel ist die Klimapolitik. Bei seinem Amtsantritt 2011 hat er das Versprechen abgelegt, die Treibhausgase, den Ausstoß der Treibhausgase in Baden-Württemberg bis 2020 um 25% zu reduzieren. 2020 ist jetzt gekommen, also zumindest wir haben es gemerkt. Und was hat er geschafft? 11%, nicht einmal die Hälfte. Nein, meine Damen und Herren, wer die Grünen fragt, wie man das Klima schützen kann, der fragt wahrscheinlich auch die SPD, wie man geeignete Parteivorsitzende findet. Die Grünen haben eine Antwort, ja, auf die Herausforderungen einer, wie Sie es formulieren, Mobilitätswende. Und diese Antwort reduziert sich auf die batterieelektrische Mobilität. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, welches der drei Ziele, das ich genannt habe,
durch die batterieelektrische Mobilität erreicht wird. Wird das erste Ziel erreicht? Umweltfreundlichkeit. Das Handelsblatt, es stehen im Handelsblatt unterschiedliche Dinge, aber dieser Artikel war auf jeden Fall etwas, wo ich sagen muss, den kann ich jedem empfehlen. Dieser Artikel im Handelsblatt sagt aus, es gibt drei unterschiedliche Studien, die alle zum selben Ergebnis kommen, beispielsweise Johanneum Research. Und Johanneum Research rechnet vor, dass der neue E-Golf 219.000 Kilometer fahren müsse, um umweltfreundlicher zu sein als ein vergleichbarer Diesel. Auch Herr Steiß, der Chef des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Stuttgart-Ulm, also kein Autolobbyist, hat bei uns in der Fraktion vorgerechnet deutlich über 150.000 Kilometer. Und die durchschnittliche Lebenszeit eines Automobils sind 180.000 Kilometer. Der schon erwähnte Bosch-Chef Volkmar Denner hat recht, wenn er fordert, bei der Betrachtung der batterieelektrischen Mobilität muss die Klimafreundlichkeit bzw. der CO2-Ausstoß über die gesamte Prozesskette beurteilt werden. Nur dann kann man wirklich etwas für den Klimaschutz tun. Und das ist eine Forderung, die wir haben. Die zweite Herausforderung, Arbeitsplätze. Derselbe Volkmar Denner rechnet vor, dass er als Zulieferer, der größte Automobilzulieferer der Welt, rund 400.000 Arbeitsplätze für die Produktion einer Dieseltechnologie 10 Arbeitsplätze, für die Produktion eines batterieelektrischen Fahrzeugs noch einen Arbeitsplatz vorhalten kann. Meine Damen und Herren, wenn die Politik so weitermacht, dann droht in Baden-Württemberg kein Strukturwandel, sondern ein Strukturbruch mit Massenarbeitslosigkeit. Und wenn man sich die Frage stellt, was kann man klimafreundlich anders machen, dann kommt man zum Ergebnis, es gibt auch den klimafreundlichen Verbrennungsmotor, beispielsweise mit synthetischen Kraftstoffen, beispielsweise mit dem modernen, sauberen Diesel. Und perspektivisch mit dem, lieber Michael Theurer, lieber Christian Lindner, was wir intensivst vertreten, nämlich die Brennstoffzelle und die Wasserstofftechnologie. Und Bosch sagt, bis zu 8 dieser 10 Arbeitsplätze können erhalten bleiben auf diesem Weg und nicht auf dem falschen Weg der batterieelektrischen Mobilität, da die Arbeitsplätze vernichtet. Jetzt bleibt noch die dritte Frage. Wie ist es mit der individuellen Mobilität der Bürger? Herr Özdemir als Verkehrsausschussvorsitzender im Deutschen Bundestag hat kürzlich einmal gesagt, es könne nicht darum gehen, statt 47 Millionen Verbrennern am Ende dann 47 Millionen Batteriefahrzeuge auf deutschen Straßen zu haben. Es müssen deutlich weniger werden. Ja, das ist das Ziel. Und unser aller Freund Winfried Herrmann wurde gefragt, ob er nicht gerne die Tesla-Fabrik, liebe Linda, statt in Brandenburg, in Baden-Württemberg gehabt hätte. Ich schlage vor, ihr verleiht ihm einen Brandenburger Verdienstorden. Denn er hat gesagt, nein, will er nicht. Wir brauchen nicht noch mehr Automobilindustrie in Baden-Württemberg. Originalzitat Winfried Herrmann. Da kann man ihm nur jenes chinesische Sprichwort ans Herz legen und Winfried Kretschmann zurufen in Bezug auf Winfried Herrmann, das da heißt, ein törichter Freund ist eine größere Plage als ein weiser Feind. Wir sind für Technologieoffenheit. Wie sieht es Winfried Kretschmann selbst? Tagesspiegel vom 29.12.2019, letzte Woche, ich zitiere.
Wenn die Leute SUVs wollen, müssen wir dafür sorgen, dass sie wenigstens keine mit Verbrennungsmotor kaufen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, mit Technologieoffenheit hat das aber sowas von nichts zu tun, sondern das ist Planwirtschaft, das ist Industriepolitik nach Gutsherrenart. So kann es nicht gehen, meine Damen und Herren. Interessant auch, was er zur Frage sagt, der Versorgung dieser Fahrzeuge. Da sagt er, künftig werde es so sein, da habe jeder die Solaranlage auf dem Dach und tanke sein Auto ganz umsonst in der eigenen Garage. Meine Damen und Herren, dieser Ministerpräsident hat offensichtlich nur noch die neugrüne Bohème auf der Stuttgarter Halbhöhe im Blick. Ja, was ist mit dem Schichtarbeiter im Wohnblock? Was ist mit der Verkäuferin im Hochhaus? Was ist mit dem Berufspendler, der auf der Straße parkt? Was ist mit der Mitte der Gesellschaft, mit diesen Menschen? Die haben offensichtlich keine Lobby mehr und deshalb muss es die FDP machen. Wer Klimaschutz will, meine Damen und Herren, diesen Klimaschutz verbinden möchte mit dem Erhalt der Arbeitsplätze und der individuellen Mobilität für die Bürgerinnen und Bürger, der muss einen anderen Weg gehen, nämlich den Weg, einen klimafreundlichen Verbrennungsmotor zu erhalten oder ihm zumindest eine Chance zu geben, damit die Arbeitsplätze erhalten bleiben, die individuelle Mobilität für die Bürger und auf diese Art und Weise können wir auch die Umwelt schützen. Und deshalb, meine Damen und Herren, habe ich 4 Forderungen an dieser Stelle. Erstens, wie schon gesagt, brauchen wir die ganzheitliche Betrachtung des CO2-Ausstoßes der batterieelektrischen Mobilität über die gesamte Prozesskette hinweg. Wir brauchen zweitens ein Ende des politischen Prinzips, wir subventionieren und erhöhen die Subventionen für die Batterie immer weiter, solange bis die Leute sie endlich kaufen. Wir brauchen drittens nicht nur Infrastruktur für Ladestationen, sondern auch Wasserstofftankstellen, meine Damen und Herren. Und es muss vor allem endlich Schluss sein mit den politischen Restriktionen gegen die synthetischen Kraftstoffe. Und insofern wäre mein Vorschlag für eine Reformagenda des Jahres 2021, für eine Reformkoalition, lieber Michael, egal mit wem, sondern es geht um unsere Inhalte, eine Agenda für eine Regierungspolitik der FDP ab 2021. Zum einen eine Infrastrukturpolitik, die auf Investitionen setzt und nicht auf konsumtive Wahlgeschenke. Zum zweiten eine Bildungspolitik, die sich an den Kindern und jungen Menschen orientiert, die es wirklich gibt, und nicht an linken Bildungsideologen. Und drittens eine Wirtschafts- und Mobilitätspolitik, die sich am Erhalt unseres Wohlstands orientiert und an den Bedürfnissen der Menschen und nicht an Autohassern wie Winfried Herrmann. Für diese Agenda 2020-2021 wollen wir in diesem Jahr werben. Und dann wollen wir in diesem Jahr, liebe Anna von Treuenfels, die Wahl in Hamburg gewinnen. Liebe Agnes-Marie Strack-Zimmermann, stellvertretend die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen und Bayern. Und dann wollen wir uns für das Superwahljahr 2021 aufstellen, um im Bund, lieber Christian Lindner, wieder Erfolg zu haben und vor allem für uns in Baden-Württemberg dieses schöne Land Baden-Württemberg endlich vom grün-schwarzen Joch zu befreien. Herzlichen Dank. Applaus
Wir sehen, Baden-Württemberg ist bei Ihnen in besten Händen. Viel Erfolg für 2020. Und ich denke jetzt mal groß, so wie es hier auch steht, dann sehe ich für 2020 eine liberale Senatorin in Hamburg und eine neue starke Oberbürgermeisterin in Düsseldorf. Und dazu bitte ich auf die Bühne Anna von Treuenfels und Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Beginnen wir mal im Norden. Die Mitte lebt. Was bedeutet das für Sie? Weshalb haben Sie sich dieses Motto ausgesucht? Die Mitte lebt. Bin ich zu hören? Die Mitte lebt ist für uns ein starkes Signal an die Hamburger, dass wir die Hamburger nicht den Rändern überlassen wollen. Wir wollen eine starke Stimme für Hamburg sein und deswegen haben wir uns dieses Motto ausgewählt, meine Damen und Herren. Für mich ist es auch noch eine ganz persönliche Botschaft, weil ich bin vor einigen Jahren aus der Mitte der Gesellschaft aufgestanden mit einigen Hamburger engagierten Bürgern. Und wir haben es geschafft, mit einem Volksentscheid die Zwangseinführung der Einheitsschule in Hamburg zu verhindern. Und ich kann Ihnen sagen, dieser Erfolg ist darum bestanden, dass der Senat damals zurückgetreten ist, der schwarz-grüne Senat. Das war richtig gut. Und die Erkenntnis daraus für mich persönlich ist, dass wenn man wirklich stark für seine Werte eintritt, aus der Mitte der Gesellschaft, für die Mitte der Gesellschaft, dann kann man es schaffen mit einer klaren Haltung. Und das wollen wir wieder in Hamburg machen. Und das bedeutet das. Jetzt hatten wir in Hamburg ja auch Probleme in jüngster Zeit mit der Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit. Ich denke an die G20-Gipfel oder jüngst eingeschränktes Rederecht an Universitäten. Was sind Ihre Gedanken dazu? Ja, beides sind eklatante Eingriffe und Verletzungen des Rechtsstaates. Jeder kann sich in Hamburg daran erinnern, wie unsere Stadt den Linksradikalen überlassen worden ist und Rot-Grün eigentlich sein Gewaltmonopol fast aufgegeben hat. Das wird, glaube ich, kein Hamburger vergessen. Zweitens, was Sie angesprochen haben, ein anderes Beispiel, dass die Linken uns da auf der Nase herumtanzen ist, sind die jüngsten Vorkommnisse, die an unserer Hamburger Universität waren. Da hat ein unliebsamer Professor seine Vorlesungen nicht durchführen können, weil die Antifa in Hamburg, die Linken, ihn daran richtig tätlich gehindert haben. Danach konnte er sie nur noch unter Polizeischutz durchführen. Meine Damen und Herren, das ist kein Spiel, das ist kein Spaß, das ist ein Eingriff in den Rechtsstaat und da braucht es uns Freie Demokraten, um genau das zu verteidigen. Jetzt haben wir noch. Und dazu muss man sagen, die Antwort von Rot-Grün, die die Linksextremen in Hamburg schon fast traditionell als eine Art Großstadtkultur bezeichnet, das können wir nicht hinnehmen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir Freie Demokraten als Rechtsstaatpartei für die bürgerliche Mitte einstehen und sagen, mit uns, wenn wir im Senat sind, werden wir einen starken Rechtsstaat verteidigen. Das ist unsere Botschaft. Jetzt sind es, glaube ich, noch knapp 2 Monate bis zur Wahl. Und wie gehen Sie jetzt in die nächste Phase rein? Wie optimistisch sind Sie? Was ist da für Sie drin? Also ich bin vom Typ her vom Grund auf immer optimistisch und so gehe ich natürlich auch in unsere Wahl rein. Ich glaube, wir haben sehr gute Chancen, weil in Hamburg, das wissen Sie vielleicht nicht, ist es noch nie so gewesen, dass ein bestehender Senat wiedergewählt wurde. Das ist schon mal die erste große Chance, die wir haben. Die zweite, es gibt noch mehr, ist, dass Rot-Grün in sich verstritten ist. Beide wollen unbedingt die Bürgermeister stellen, das heißt, sind also Dreierbündnisse drin. Und, was ich schon erwähnt habe, wir brauchen eine starke bürgerliche Mitte und das sind wir, die sie vertreten. Wir haben viele Hamburger, die uns gesagt haben, wir fühlen uns nicht mehr so richtig vertreten. Wir sind diejenigen, die es tun. Die CDU hat so ein bisschen ihren Kompass verloren und deswegen kommt es auch da auf uns an. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gute Chancen. Ich freue mich auf einen Bundeswahlkampf. Wo ist er? Mit unserem Bundesvorsitzenden Christian Lindner, mit der ganzen Partei. Und ich glaube, wir werden Regierungsverantwortung übernehmen können. Das ist unser Ziel. Schauen wir zu Ihnen, Frau Strack-Zimmermann. Was motiviert Sie, die nächste Oberbürgermeisterin von Düsseldorf zu werden? Wenn ich Ihnen das jetzt sagen würde, stünden wir in einer Stunde noch hier. Aber vielleicht so viel. Ich bin in Düsseldorf aufgewachsen, geboren und aufgewachsen, meine Kinder auch. Ich kenne diese Stadt gut. Bin seit 20 Jahren kommunalpolitisch tätig, war 6 Jahre lang die erste Bürgermeisterin. Wir als Freie Demokraten haben aus dieser Stadt das gemacht, was sie heute ist. Ich durfte 3 Oberbürgermeister begleiten. Es ist genug. Jetzt ist Zeit, dass ich es mache.
Wo sehen Sie denn da die wesentlichen Herausforderungen und die Anforderungen, die Sie besonders in diesem Amt bedienen wollen? Naja, wie jedes Amt hat es Herausforderungen. Und ich glaube, wenn wir dort weitermachen, wo wir Freie Demokraten die letzten Jahre waren, wir haben die Stadt entschuldet, der Kernhaushalt der Stadt ist schuldenfrei. Die Stadt wächst und gedeiht und blüht und das ist unser Verdienst. Aber natürlich, was Michael Theurer vorhin sagte, dass auch große, schöne, wunderbare Städte nicht gefahrenlos sind, von Rechten und Linken übernommen zu werden. Und deswegen ist es so wichtig, eine Politik zu machen für die Menschen. In den Kommunen leben die Leute. Die leben nicht bei Facebook, bei Twitter oder Instagram, so schön es ist, sondern sie leben zu Hause, ihre Kinder gehen dort zur Schule. Dort haben sie möglicherweise ihre Arbeitsstätte und wohnen. Und deswegen ist es so wichtig, Politik zu machen, und zwar mit den Menschen, nicht gegen sie. Und das zu machen, ist eine große Herausforderung. Und wenn ich es einem zutraue, ist es den Freien Demokraten. Politik mit den Menschen machen, da habe ich ein anderes Beispiel gesehen, Verkehrspolitik. Die Düsseldorfer haben jetzt eine sogenannte neue Umweltspur und Sie sind dort als dritte Mitfahrerin zur Verfügung gestanden, um den Verkehrsfluss etwas zu beschleunigen. Was können Sie uns darüber sagen? Ja, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es fast schon bühnenreif für den Karneval. Ich komme ja aus der karnevalistischen Hochburg. Die Situation ist allerdings sehr, sehr ernst. Der Oberbürgermeister hat die Stadt dicht gemacht. Wir haben, das müssen Sie sich vorstellen, 303.000 Einpendlerinnen und Einpendler, die morgens in die Stadt kommen. Diese Stadt lebt auch von diesen. Denn sie arbeiten bei uns, die Firmen, bei denen sie arbeiten, zahlen Gewerbesteuer und das nicht zu knapp, fast 1 Milliarde in diesem Jahr. Wir haben Menschen, die in diese Stadt kommen, um in den Krankenhäusern zu arbeiten, um die Kinder in den Erziehung, in den Kindergärten zu begleiten, in den Altenheim, in den Pflege. Wir haben Menschen, die kommen nach Düsseldorf, um unsere Sicherheit zu gewährleisten und. Denen wird jetzt schlichtweg gesagt, nee, wir wollen keine Autos, machen wir jetzt mal die Tür zu. Ich habe mir erlaubt, an einem Morgen mich an die Umweltspur zu stellen, wenn sie nämlich zu dritt sind. Das betrifft übrigens nicht, wenn ein Wagen, der einen Toten fährt, zwei Fahrer hatten hinten den Sarg. Das wurde auch durchdiskutiert, das gilt nicht. Also habe ich mich, ja, das hat ein Beerdigungsunternehmen erfragt, die Frage finde ich nicht ganz unberechtigt. Ich habe mich an die Spur gestellt und habe mich als dritte Mitfahrerin angeboten. Also meine Damen und Herren, nicht, dass Sie glauben, dass ich immer an der Straße stehe und an jedem Auto einsteige. Aber es hat wirklich nur 2 Minuten gedauert und ich konnte schon den ersten jungen Mann retten, der aus Wuppertal kam. Denn dadurch konnten wir auf die sogenannte Umweltspur und am Stau vorbei. Aber Spaß beiseite. Das Dramatische daran ist, es ist Verbotspolitik. Das Dramatische ist, ja, wir brauchen eine Verkehrswende. Aber das macht man mit den Leuten, indem man Alternativen anbietet. Mehr ÖPNV, bessere Taktung, mit den Gemeinden drumherum Park-and-Ride-Plätze anzubieten. Das macht man nicht, indem man die Leute aussperrt. Das ist keine Umweltpolitik, denn stehende Autos, ja, muss man jetzt kein Abitur gemacht haben, sind wenig umwelttechnisch nachhaltig. Und vor allen Dingen ist es volkswirtschaftlich eine Katastrophe. Ich sagte, die Menschen kommen zu uns, sie arbeiten bei uns. Und wir haben einen Oberbürgermeister, einen roten Oberbürgermeister, der hat sich als einen ganz dicken, angenehmen grünen Mantel umgezogen, in der Annahme, dann wird man mehr gewählt, auf Kosten derer, der in diese Stadt kommen. Und das muss verhindert werden. Und das ist auch eine Ignoranz den Menschen gegenüber. Denn bei allem Respekt, wer hat schon Bock, morgens eine Stunde länger im Stau zu stehen, um zur Arbeit zu kommen? Da hängt unheimlich viel dran. Da kommen Leute, die haben ihre Kinder um 8 Uhr an der Kita abzugeben. Die Kita macht aber jetzt nicht früher auf. Das heißt, sie fangen eine Stunde später an zu arbeiten. Wir haben Arztpraxen, die gesagt haben, wir machen jetzt eine Stunde später auf. Wir können nicht gewährleisten, dass alle pünktlich da sind. Also dieser Irrsinn hat einen Namen und dieser Name heißt Thomas Geisel. Und deswegen werden wir am 13. September nicht nur Herrn Geisel die Arbeitszeit beenden und ihn in seinen Ruhestand schicken, sondern die Umweltspur beseitigen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Frau von Treuenfels, Frau Strack-Zimmermann, übernehmen Sie Hamburg und Düsseldorf. Ihr Applaus, viel Erfolg. Dankeschön.
Jetzt bleibt mir, die Bühne frei zu machen von den Bundesvorsitzenden der Freien Demokraten, Christian Lindner. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Liebe Gäste, verehrte Anwesende, ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen ein frohes neues Jahr. Möge es ein gutes Jahr 2020 sein. Ich wünsche Ihnen persönlich Gesundheit, Glück und Erfolg, dass Sie die Ziele erreichen mögen, die Sie sich für dieses neue Jahr vorgenommen haben. Uns allen wünsche ich, dass es ein politisch und auch wirtschaftlich gutes Jahr werden möge. Vor allen Dingen ein Jahr, in dem wir weiter Stabilität und Frieden haben. Gerade nach den Ereignissen der letzten Tage auf der Weltbühne ist das, glaube ich, eine neue Priorität. Das, was am Golf passiert, hat Auswirkungen auf uns. Ökonomische, mittelbar oder unmittelbar, auch sicherheits- oder migrationspolitische. Und wissen Sie, in den letzten Monaten bei den Regierungserklärungen im Deutschen Bundestag, die die Bundeskanzlerin Angela Merkel abgegeben hat, da hat sie so oft einen nahezu ausschließlich außenpolitischen Schwerpunkt gewählt. Und wie oft habe ich mich gefragt, warum spricht sie nicht einmal zu den innenpolitischen Herausforderungen unseres Landes. In diesen Tagen aber würde ich mir wünschen, dass Frau Merkel in der Außenpolitik stärker erkennbar wäre und dass wir überhaupt wieder einen Außenminister hätten. Und und es ist ja gut, dass Wladimir Putin Frau Merkel zu einem Gespräch nach Moskau eingeladen hat. Und dass Frau Merkel eben angekündigt hat, dieser Einladung zu folgen. Noch viel besser wäre es aber, wenn Frau Merkel ebenfalls nach Washington fahren würde, um mit Herrn Trump zu sprechen, denn dessen Motive bleiben oft rätselhaft. Meine Damen und Herren, ich könnte jetzt noch länger über diese außenpolitischen Fragen sprechen. Ich will es aber jetzt an dieser Stelle selbst nicht machen, weil ich sehe, dass hier von uns zwei Experten im Publikum sitzen, nämlich mein Vizevorsitzender der Bundestagsfraktion Alexander Lambsdorff und unser außenpolitischer Sprecher Bijan Dirsaray. Und ich bitte euch jetzt einfach mal schnell nach vorne, schnappt euch ein Handmikrofon, es hat so gut geklappt mit dem Talk, das wiederholen wir jetzt noch mal schnell in der Außenpolitik. Alexander Lambsdorff. Also Alexander Lambsdorff und Bijan Dirsaray, der übrigens gerade ein ganz spannendes Gespräch über seine Perspektive als deutscher Politiker mit persischen Wurzeln im Fokus hatte. Sehr lesenswert. Spiegel. Ja. Spiegel war es? Ach so, es war so ausgewogen. Und Also, Alexander, wie ist die aktuelle Lage am Golf? Na, ich glaube, wir haben eine Situation, die schon ziemlich dramatisch ist, die auch Konsequenzen haben kann. Und deswegen bin ich, und du hast es eben gesagt, sehr enttäuscht darüber, dass wir einen Außenminister haben, der in einer Situation, wo Deutschland Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist, es nicht zustande bringt, dort eine Sondersitzung einzuberufen, um diplomatisch über diese Situation zu reden. Hätten wir uns das vorstellen können bei Hans-Dietrich Genscher, Guido Westerwelle oder Klaus Kinkel, die hätten sofort eine Sondersitzung des Sicherheitsrats einberufen. Das Zweite ist, wir haben Bundeswehrsoldaten im Irak stationiert. Deren Sicherheit ist unsere oberste Priorität. Aber die Bundesverteidigungsministerin eiert herum. Gestern Morgen hieß es noch,
Das Kontingent soll ausgetauscht werden. Gestern Nachmittag dann der Generalinspekteur sagt, nein, wir tauschen doch nicht aus. Die Männer und Frauen müssen dort bleiben. Können Sie sich vorstellen, was das für die Familien dieser Soldaten da bedeutet? Wir brauchen eine Verteidigungsministerin, die Fürsorge und Führung ernst nimmt, die auf deren Wort Verlass ist, wo die Bundeswehrsoldaten wissen, woran sie sind, meine Damen und Herren. Ich glaube, das ist in gerade so einer Situation absolut zentral. Und einen letzten Punkt will ich sagen. Wir können nicht ausschließen, dass es zu einer Vergeltungseskalation kommt. Und wir können auch nicht ausschließen, dass sie die Region verlässt. Und deswegen ist unsere Aufforderung als Freie Demokraten an den Bundesinnenminister und an alle Bundesländer, den Schutz der jüdischen, der israelischen und der amerikanischen Einrichtungen hier bei uns zu verstärken. Denn wir müssen ausschließen, dass es zu Anschlägen gerade auf diese besonders verwundbaren Einrichtungen kommt. Ich meine, das Problem liegt ja auch darin, wir reden heute über Irak, morgen wahrscheinlich über den Iran, dann wieder über Syrien. Das Hauptproblem ist, diese Region ist nicht irgendwo auf der Welt, sondern es ist unsere unmittelbare europäische Nachbarschaft. Und manche tun so, als hätte man damit nichts zu tun. Aber das Hauptproblem ist, wir befinden uns im Jahr 2020 und es gibt bis zum heutigen Tag immer noch keine abgestimmte europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist das größte Problem aus meiner Sicht. Daran müssten wir arbeiten. Und bevor wir über die gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik reden, müssen wir überhaupt versuchen, in Deutschland eine gemeinsame Linie zu bekommen. Dieser Bundesregierung gelingt es nicht mal, mit einer Stimme in der Außenpolitik zu sprechen. Es gibt die Position des Bundesaußenministers, es gibt die Position der Verteidigungsministerin, dann gibt es die Position des Schattenaußenministers, das ist der Fraktionsvorsitzende der SPD Mützenich. Einige werden den Namen schon mal gehört haben. Also das ist das große Problem. Viele Stimmen in der deutschen Außenpolitik und Deutschland ist kein zuverlässiger Partner mehr in der Außenpolitik. Wir kommen definitiv in der Außenpolitik nicht mehr weiter und wir finden auch nicht statt und wir können die Probleme von heute leider gar nicht mehr anpacken. Ja. Vielen Dank für das aktuelle Briefing euch. Danke, dass ihr so spontan bereit wart, hier rauszukommen. Ja. Zeichnet euch aus. Eben hat hier Linda Teuteberg zum ersten Mal als neue Generalsekretärin der Freien Demokraten gesprochen. Liebe Linda, Respekt und Gratulation zu deiner Premiere hier im Hohen Haus. Ganz toll. Als du gesprochen hast, habe ich mich daran erinnert, dass ich selbst zum ersten Mal hier gesprochen habe, vor genau auf den Tag 10 Jahren. Moment, das ist. Soll der Applaus ausdrücken, dass ich mich gut gehalten habe? Tatsächlich kann ich sagen, ich habe heute mehr Haare als damals. Und das kann man. Und das kann man in der Tat nur von sich behaupten, wenn man ein Bewunderer des medizinisch-technischen Fortschritts ist. Aber ich erinnere mich an diese Rede noch sehr gut. Ich habe über ein Thema gesprochen zu Beginn, das mir damals wichtig war und heute unverändert wichtig ist. Ich habe berichtet damals von einer alleinerziehenden Mutter aus dem ehemaligen Jugoslawien, die Hartz IV bezogen hat, daneben aber gearbeitet hat, um für ihre Tochter den Musikunterricht zu bezahlen und eine gemeinsam bessere Zukunft für die kleine Familie zu erreichen. Und diese Frau hat seinerzeit mir berichtet, 10 Jahre ist das her, dass wenn sie neben Hartz IV, neben Sozialleistungen eine Stunde länger arbeitet, dass sie am Ende des Monats netto weniger in der Tasche hat, als wenn sie nicht mehr gearbeitet hätte. 10 Jahre ist das her, auch heute ist es noch so. Wer mehr als 100 Euro neben Hartz IV arbeitet, muss von jedem Euro Zuverdienst 80 Cent abgeben. Es ist ein beschämender Mangel an Fairness, dass unser Sozialstaat diejenigen behindert, die sich aus eigener Kraft aus der Bedürftigkeit befreien wollen. Bis heute. Es
10 Jahre her, nichts passiert. Da gibt es politisch linke Parteien, die sprechen jetzt über die Abschaffung der Sanktionen bei Hartz IV für diejenigen, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Dann gibt es andere Parteien, die sprechen über das bedingungslose Grundeinkommen. Bitte schön, wir sind im demokratischen Ideenwettbewerb. Aber wir sollten sprechen über mehr Anerkennung für diejenigen, die sich Stunde für Stunde aus ihrer gegenwärtigen Lage herausarbeiten wollen. Und deshalb sollten wir die Zuverdienstgrenzen von Hartz IV so gestalten, dass jede Stunde Mehrarbeit sich für jede und jeden auch persönlich lohnt. Das geht, liebe Freunde, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, das geht weit über diejenigen hinaus, die davon konkret betroffen sind. Das ist eine Frage der Leistungsgerechtigkeit insgesamt. Das ist eine Frage der Erneuerung des Aufstiegsversprechens unserer sozialen Marktwirtschaft. Es fängt an beim Zuverdienst von Hartz IV. Es geht dann zum Minijob. Wenn der Mindestlohn erhöht wird, dann profitieren davon nicht viele Minijobber, weil sie mehr Geld im Portemonnaie haben. Die müssen zwangsweise wegen der starren Minijobgrenze ihre Arbeitszeit einschränken. Also sollten wir die dynamisieren. Es geht weiter zur kalten Progression, das vornehme Wort dafür, dass die Gehaltserhöhung und die Überstunde bei Facharbeiterinnen und Facharbeitern verstaatlicht wird. Die Fortsetzung findet es bei der Grunderwerbssteuer, wo Menschen an den Fiskus viel Geld überweisen müssen, damit sie danach noch Jahrzehnte die Hypothek bedienen müssen für vielleicht die erste Eigentumswohnung oder das erste Eigenheim in der Familie. Es setzt sich fort bei der neuen Aktiensteuer von Olaf Scholz, wo der kleine Aktiensparer, der Kleinanleger zahlen soll, statt dass wir dafür sorgen, dass wer für private Vorsorge Geld zur Seite legt, nach Jahrzehnten die Gewinne steuerfrei haben kann. Und es hört auf bei den Gründerinnen und Gründern in unserem Land, die sich nicht um den Aufbau des Geschäfts kümmern können, sondern die im Alltag von ärgerlicher Bürokratie belastet sind. Um die Menschen geht es uns. Um genau die geht es uns. Meine Damen und Herren, um genau die ging und geht es uns, um diese Menschen. Damit kein Missverständnis aufkommt. Wir haben großen Respekt vor denjenigen, die es im Leben bereits geschafft haben. Aber im Zweifel brauchen die uns nicht. Unser Herz und unsere Leidenschaft aber, die gehören all denjenigen, die es überhaupt noch mit Fleiß, Sparsamkeit und Einsatzbereitschaft zu etwas bringen wollen im Leben. Die brauchen uns nämlich, weil die andere Verbündete nicht haben. Zehn Jahre begleitet mich, begleitet uns dieses Thema jetzt schon. 10 Jahre. Vor zehn Jahren, da stand der Flughafen BER kurz vor seiner Fertigstellung. So lang ist das her. Und unabhängig vom BER, in Deutschland tut sich doch nahezu nichts mehr. Wir brauchen doch endlich, das ist doch die Lehre aus BER und vielen anderen Projekten, wir brauchen doch endlich andere Planung und Genehmigungsverfahren. Bei großen Infrastrukturvorhaben möglicherweise sogar Planfeststellung per Gesetz, damit für das Gemeinwohl wichtige Infrastruktur bei uns entstehen kann. Das Ziel muss sein, dass das Planungsverfahren kürzer wird, als es danach dauert, ein Bauwerk zu erstellen, meine Damen und Herren. Ein hehres Ziel. Vor 10 Jahren hieß es, es solle jetzt 90% Netzabdeckung erreicht werden bei Edge. Vor 10 Jahren. Die tröstliche Nachricht an alle in Brandenburg, der Eifel und im Hochschwarzwald ist, bald ist es vielleicht erreicht, dieses Ziel. Viele Worte der Vergangenheit kennen junge Menschen gar nicht mehr. Denken Sie mal an das Wort Bandsalat.
Das kennen die Älteren noch, Jüngere wissen gar nicht, was damit gemeint sein sollte. Die denken, das ist irgendwie ein neues Powerfood oder irgendwie was. Wie wäre das Ziel, wenn wir in Deutschland ein Digitalministerium, eine Digitalstrategie bekommen, damit am Ende dieses neuen Jahrzehnts auch das Wort Funkloch nicht mehr zum aktiven Wortschatz junger Menschen gehört, meine Damen und Herren. Drittes Thema. Heute auf den Tag vor 10 Jahren haben hier in Stuttgart Atomkraftgegner demonstriert. Vor 10 Jahren. Jetzt am 31.12. ist hier in Baden-Württemberg das Kernkraftwerk Philippsburg 2 abgeschaltet worden. Nach 10 Jahren. Ab jetzt importiert das Land Baden-Württemberg Kernenergie aus Frankreich und Kohlestrom aus Polen. Und diesen Fehler der Vergangenheit sind wir dabei zu wiederholen. Eines der Stichworte dafür ist etwa der Verbrennungsmotor. Wir sollten den Fehler nicht wiederholen. Wir sollten nicht erst den Verstand abschalten und danach die Technologien abschaffen, für die wir noch keinen Ersatz haben, sondern wir sollten erst Technologiealternativen haben, bevor wir auf die herkömmlichen verzichten, die wir gegenwärtig noch brauchen. Vor 10 Jahren haben wir alle, hat die deutsche Gesellschaft, die deutsche Wirtschaft, haben wir 10% weniger Steuern gezahlt als heute. Die Steuerquote ist um 10% gestiegen in den vergangenen 10 Jahren. Die ist jetzt viel höher als jemals in der Geschichte unseres Landes. Wir sind Spitze weltweit. Die letzte Steuerreform datiert auf das Jahr 2008. Bis tief in die Mitte der Gesellschaft hinein hat sich zum Beispiel der Spitzensteuersatz vorgefressen. Vor 20 Jahren waren es noch 800.000 Deutsche, die Spitzensteuersatz gezahlt haben. Heute sind es bald 3 Millionen Menschen. Nicht nur Millionäre, sondern inzwischen Millionen Menschen, die den Spitzensteuersatz zahlen. In den nächsten 3, 4, 5 Jahren bis 2024 wird unser Staat nochmal gegenüber heute fast 400 Milliarden Euro zusätzliche Einnahmen erzielen. Voll zur Mitte der Gesellschaft. Es ist Zeit, verehrte Anwesende, meine Damen und Herren, dass wir das Ziel einer breitflächigen Steuerentlastung vom Mittelstandsbauch bis zum Solidaritätszuschlag, vom Sparerfreibetrag bis zur Grunderwerbsteuer wieder auf die Tagesordnung setzen. Lassen wir uns nur das Ziel setzen, die zusätzlichen Steuereinnahmen der nächsten Jahre zur Hälfte an die Menschen zurückzugeben. Dann sind das schon 200 Milliarden Euro bis 2024. Und damit erreichen wir noch nicht einmal, dass wir die Steuerquote deutlich auf das Niveau des Jahres 2010 zurückführen. Aber es wäre einmal ein Anfang. Denn es gibt nicht nur die Solidarität mit denjenigen, die von staatlichen Leistungen leben. Es gibt auch eine Solidarität, ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, mit denjenigen, die von ihrer harten Arbeit überhaupt die Staatstätigkeit finanzieren müssen. Auch das eine Frage der Gerechtigkeit. Naja, und vor 10 Jahren wurde Norbert Walter Borjans Finanzminister von Nordrhein-Westfalen. Der hat Schuldenmachen zur Staatsphilosophie erklärt, war ein notorischer Steuererfinder und Verfassungsbrecher. Und wenigstens bei dem Problem dachte man, wir hätten es gelöst. Aber er ist wieder da. Mit der genau gleichen alten Debatte ist als Steuererfinder wieder unterwegs. Jetzt die Bodenwertzuwachssteuer. Liebe Anna, was eine großartige Nachricht an die Menschen in Hamburg, die eine Eigentumswohnung gekauft haben.
in dem teuren Hamburg noch Jahre damit beschäftigt sein werden, die Hypotheken bei der Sparkasse zu tilgen. Und die sollen jetzt noch zusätzlich belastet werden durch die Politik der Sozialdemokratie. Besser kann man nicht verdeutlichen, dass die SPD sich völlig abgekoppelt hat von den Interessen und Bedürfnissen der Mitte unseres Landes. Naja, und der Norbert Walter Borjans vertritt ja unverändert noch die Auffassung, wir müssen jetzt wieder mehr Schulden machen. Für soziale Zwecke, für Infrastruktur. Das Problem, ich habe es eben angedeutet, bei der Infrastruktur ist ja nicht, dass kein Geld zur Verfügung stünde, sondern eher, dass wir keine hinreichende Zahl baureifer Vorhaben haben. Und bei der sozialen Politik kann man doch einfach nur schauen, wie hat denn Herr Walter Borjans das als Finanzminister des größten Bundeslandes gehandhabt. Ich war damals ja in der Landespolitik auch mit tätig. Norbert Walter Borjans hat Schulden gemacht, das stimmt. Aber nach seiner Amtszeit musste Joachim Stamp als Familienminister mit 1 Milliarde Euro überhaupt erst wieder die ruinös kaputt gesparten Kindertageseinrichtungen qualitativ auf Höhe der Zeit bringen. Das ist doch der Unterschied. Das ist doch der Unterschied der politischen Konzepte. Norbert Walter Borjans hat in Regierungsverantwortung bewiesen, dass man mit Schulden unsoziale Politik machen kann. Und Joachim Stamp zeigt für die FDP in Regierungsverantwortung, man kann ohne Schulden soziale Politik machen, meine Damen und Herren. Das ist der Unterschied zwischen denen und uns. Im letzten Jahrzehnt haben wir viele dieser großen Herausforderungen nicht beantwortet. Vielleicht müssen wir sogar noch schärfer Bilanz ziehen, dass manches Problem sogar noch vergrößert worden ist und für unsere weitere Zukunft ungelöste Aufgaben hinterlässt. Ich denke an die Frage Einwanderung und Migration, die ungelösten Fragen der Energiepolitik, Rente mit 63. In einer alternden Gesellschaft. Das erklärt sich vielleicht damit, wie der SRP-Co-Chef Christian Klein gesagt hat, mit Ängstlichkeit, aufgrund der wir Chancen ausschlagen. Vielleicht erklärt es sich auch, Rente mit 63, einer gewissen Gefallsucht, für einige wenige in der Gegenwart politische Vorschläge zu unterbreiten, von dem man in der Sekunde, wo man sie ausspricht, aber weiß, dass sie nicht auf Dauer nachhaltig sind. Vielleicht hat es auch schlicht mit einem Aktionismus, einem Affektüberschuss der Politik zu tun. Der Harald Christ, ehemalige Mittelstandsbeauftragte der SPD, der gerade aus seiner Partei ausgetreten ist, der hat in einem bemerkenswerten Gastbeitrag für das Handelsblatt Deutschland diagnostiziert: Wir litten unter einem Ermüdungsbruch. Er schrieb von gewissermaßen selbstzerstörerischen Dynamiken in unserem Land. Er machte insbesondere dafür verantwortlich CDU, CSU und SPD. Ich glaube, der Befund von Harald Christ ist mit Blick auf den Ermüdungsbruch richtig, aber wenn wir sehr ehrlich bei diesem Wechsel der Jahrzehnte sind, dann können wir nicht bei einer oder bei den zwei Regierungsparteien unsere gegenwärtige Lage nur abschütten und die dafür verantwortlich machen. Wenn wir ganz ehrlich sind, zu Beginn dieses neuen Jahrzehnts oder am Wechsel der Jahrzehnte, dann liegt das Problem tiefer. Es waren nicht nur CDU, CSU und SPD. Sie haben auch einige Jahre regiert. Die Grünen haben über das ganze Jahrzehnt über den Bundesrat die Politik in Deutschland mitbestimmt. In der Wirtschaft, auch in unserem hochgeschätzten Mittelstand, wurde in den vergangenen 10 Jahren auch nicht nur investiert, es wurden auch viele Gewinne ausgeschüttet. Weshalb wir im internationalen Vergleich eben nicht auch bei unseren Mittelständlern, bei Forschung und Entwicklung, Technologie dastehen, wo wir könnten. Ja, es ist offen, in welche Richtung sich unser Land entwickelt. Die schlechte Nachricht ist,
Wir können nicht einige wenige dafür verantwortlich machen. Die schlechte Nachricht ist, wir alle in Wirtschaft, Politik tragen irgendwie Mitverantwortung für die gegenwärtige Situation unseres Landes. Die gute Nachricht aber ist, wenn es nicht ein unabwendbares Schicksal ist, das uns jetzt herausfordert, sondern wenn wir selbst unsere Untätigkeit, unsere Kleinmütigkeit, unsere Ängstlichkeit sind, die uns im vergangenen Jahrzehnt gebremst haben, da haben wir alle Chancen, es in den 20er Jahren besser zu machen als in den vergangenen 10 Jahren. Alle miteinander. Und jetzt? Und jetzt? Schuldzuweisung, ist auch gestrig, macht ja keinen Sinn. Jetzt stellt sich doch die Frage, wie gehen wir in diese 20er Jahre, in denen sich tatsächlich ja entscheiden wird, welchen weiteren Weg unser Land in diesem Jahrhundert gehen wird. Viele Fragen werden aufgerufen. Neue Quellen des Wohlstands oder Depression und Abstieg? Wiederversöhnung der Gesellschaft oder Vertiefung der Spaltung, weitere Polarisierung? Digitalisierung als Chance oder als Risiko? Ein neuer, fairer Generationenvertrag oder ein sich verschärfender Generationenkonflikt? Und so weiter und so fort. Also viele große Herausforderungen, neue Weichenstellungen, die von uns allen, zumal der Politik, abverlangt werden. Tja, und wie war der Aufschlag in die 20er Jahre, der politische Aufschlag? Angesichts dieser Herausforderungen, dieser historischen Fragen, in den Bäckereien gibt es jetzt Olaf to go. 1.1.2020 wird im kollektiven Gedächtnis bleiben als die Einführung der Bonpflicht. Und als ich mir jetzt mal einen Kaffee oder Brötchen geholt habe, seit Jahresbeginn, die Leute nehmen den Bon oft noch nicht mal mit. Vielleicht, weil sie den Kaffee nicht umtauschen wollen. Oder das Brötchen. Aber versteht ihr, worauf ich hinaus will? Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Das ist doch nicht die Herausforderung der Zeit, eine solche Bonpflicht. Und an wie vielen Stellen haben wir das, dass so kleinmütig gedacht wird? Man hat das Gefühl, es ist so eine richtige Tugend der Bescheidenheit gewachsen. Uli Röke, du hast angesprochen, wir sind im Wettbewerb der europäischen Wirtschaftsnationen inzwischen ganz unten angekommen bei der wirtschaftlichen Dynamik. Und ich habe den Eindruck, politisch wird aus dem Verzicht auf wirtschaftlichen Fortschritt und Wachstum jetzt geradezu noch eine Tugend gedeutet. Als sei das ein Ziel an sich, ja Gott sei Dank, endlich sind wir dieses schreckliche Wachstum los. Das hängt im Diskurs auch damit zusammen, dass wir oft Wachstum mit Ressourcenverbrauch verbinden. Man denke an den Bericht, an den Club of Rome aus dem Jahr 1972, als erstmals ja über die Grenzen des Wachstums philosophiert worden ist. Die Geschichte hat aber gezeigt, der menschliche Geist hat durch Spitzenleistungen, durch Spitzentechnologie die tatsächlichen oder angeblichen Grenzen des Wachstums immer überschritten. Und für uns muss es geradezu eine Staatsräson sein, weiter eine prosperierende Volkswirtschaft zu sein. Denn wir können nicht nur über Klimaziele und soziale Zwecke sprechen, wir müssen auch die Frage danach stellen, wovon das in den 20er, 30er Jahren fortfolgende finanziert werden soll. Also brauchen wir eine dynamische Wirtschaft. Wir führen Debatten über ein Tempolimit, das Verbot von Pickups. Bahntickets werden ein bisschen günstiger, Flugtickets ein bisschen teurer. Wollen wir denn aus der Perspektive des Jahres 2030 sagen, das soll es gewesen sein? Muss man nur den Blick einmal weiten und in die Volksrepublik China schauen. Die haben inzwischen 40.000 Kilometer einer Hochgeschwindigkeitseisenbahn.
400 km/h. Wenn es sowas in Deutschland gäbe, zwischen Hamburg und Düsseldorf, müsste man im Weihnachtsverkehr nur eine Stunde auf dem Boden sitzen. Aber wir haben sowas nicht. Wir haben sowas nicht. Und deshalb, liebe Freunde, meine Damen und Herren, bitte denken wir doch mal groß. Statt Tempolimit, statt Pickup-Verbot, statt Drehen an der Preisschraube bei Bahn und beim Flugzeug. Wir haben eine Europäische Union. Wir haben hunderte Milliarden Euro in den nächsten Jahren reserviert für Investitionen in Projekte, die Europa zusammenbringen sollen. Was würde dem Klima mehr helfen und was würde Europa mehr zusammenbringen als eine neue Hochgeschwindigkeitstrasse von Warschau über Berlin, Paris bis nach Madrid? Denken wir doch einmal groß in Europa und nicht immer nur klein. Wo ist der Ehrgeiz hin? In Hessen werden jetzt die Ziffernoten in den Schulen abgeschafft oder können teilweise abgeschafft werden. Ein Zugeständnis der CDU an die Grünen. Um die Kinder vor der traumatisierenden Erfahrung der 5 zu bewahren. Die Motive mögen edel sein. Das Problem aber ist, wer die 5 abschafft, um die Kinder vor einer Traumatisierung zu schützen, der schafft automatisch auch die 2 ab, aus der die 5 geworden ist, nachdem man sich 14 Tage auf den Hosenboden gesetzt hat. Aber mir geht es um was anderes. Mir geht es um was anderes, da werden Ziffernoten abgeschafft. Baden-Württemberg und Bayern haben sich jetzt unlängst widersetzt einer stärkeren Koordinierung der Schulpolitik, der Bildungspolitik in Deutschland. Das zarte Pflänzchen der Koordination in einem nationalen Bildungsrat wurde abgelehnt aus Süd- und Südwestdeutschland. Ich kann das verstehen. Niemand in Baden-Württemberg will Qualitätsergebnisse wie in Berlin oder Bremen. Nur, verehrte Anwesende, das Problem ist doch nicht die Frage, wo Baden-Württemberg im Vergleich zu Bayern steht. Bei den gerade unlängst vorgestellten neuen PISA-Ergebnissen, da ist Deutschland abgefallen. Im Bereich der Mathematik stehen wir inzwischen wieder auf dem Niveau des Jahres 2003. Und in der Frage Lesen-Schreibkompetenz sind wir zurückgefallen auf das Jahr 2009, als hätte es das gesamte vergangene Jahrzehnt nicht gegeben. Und deshalb müssen wir in Deutschland in der Bildungspolitik wieder groß denken. Am Beginn der sozialliberalen Koalition 1969-70, da stand das Ziel, wie man damals sagte, der Bildungsexpansion. Damit war gemeint, mehr Menschen von den unteren, mittleren hin zu akademischen Abschlüssen zu führen. Heute brauchen wir wieder eine Bildungsexpansion. Sie muss beginnen mit einer Exzellenzinitiative für die berufliche Bildung. Sie muss sich fortsetzen über die vernünftige Ausstattung der Schulgebäude, auch mit digitaler Infrastruktur. Und vor allen Dingen muss sie enden bei einem neuen, kompletten zweiten Bildungssystem, nämlich das für das lebensbegleitende Lernen. Denn was wir in Bildung investieren, gibt die beste Rendite auch für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes und öffnet Lebenschancen. Also denken wir groß. Denken wir groß. Dann debattieren wir gegenwärtig über ein Windenergie-Bürgergeld von der SPD. Also wenn die Energiepreise nicht teuer genug wären, sind ja schon die höchsten in Europa, wollen wir jetzt noch zusätzliches Geld, zusätzliche Subventionen mobilisieren, um die Menschen vor Ort zur Zustimmung zu bewegen, um sie zu kaufen. Tja, Deutschland im Jahr 2020. In Dänemark entsteht eine eigene Insel, eine künstliche Insel für Offshore-Windenergie.
In Spanien entsteht das größte Solarkraftwerk der Welt. Die denken das in einem industriellen, einem großen Maßstab, während wir in diesen Fragen ganz kleinteilig sind. Vor 10 Jahren bei diesem Dreikönigstreffen hier habe ich seinerzeit gesprochen über die faszinierende Perspektive, Klimaschutz zu erreichen, indem wir etwa in Nordafrika, in der Sahara, Photovoltaik auch mit europäischer Technologie und unserem Kapital fördern. Jetzt ist das zum Greifen nah. Wir diskutieren über Energieknappheit in unserem Land. Wenn eins nicht knapp ist, dann ist es die Energie. Wir haben nämlich die Sonne. Die Lösung liegt aber nicht alleine in Deutschland, in unseren nationalen Grenzen, sondern groß zu denken in Europa, beispielsweise in Südeuropa, mit unserer Technologie, mit unserem und europäischem Kapital im industriellen Maßstab synthetischen Wasserstoff, synthetischen Kraftstoff zu produzieren, der uns die Energiewende hierzulande auch erleichtert. Denken wir doch einmal groß über unsere nationalen Grenzen hinweg. Nichts davon passiert. Nichts davon passiert. Ja, und wir diskutieren über die Grundrente und schließen eine Impfpflicht, ist alles gut. Aber das sind doch nicht die großen Herausforderungen, die wir in unserem Sozialstaat haben. Oma als Umweltsau, das beschreibt doch nicht das Generationenverhältnis. Ist doch nicht das die Perspektive, die Lebensrealität in der Mitte der Gesellschaft bei der älteren Generation, dass die sich als Umweltsäue gerieren. Bei der Oma ist doch ein ganz anderes Problem eigentlich heute und es wird sich in der Zukunft verschärfen. Bei der Oma ist doch die Frage, wie kann sie, obwohl sie gut im Leben gearbeitet hat, vielleicht sogar Eigentum in der Familie hat, wie kann sie eigentlich den Eigenanteil für ihr eigenes Pflegeheim noch stemmen? Das ist doch die Lebenssituation vieler Älteren hier in unserem Land und nicht Umweltsaudebatte. Und deshalb brauchen wir eine andere Sozialstaatsdebatte, die beispielsweise im Bereich der Pflege auch betrieblich und privat die Vorsorge für die Pflege im Fall der Bedürftigkeit neu organisiert. Da stehen wir nicht am Ende einer Diskussion, sondern überhaupt erst am Beginn bei dieser Säule unserer sozialen Absicherung. Da dürfen wir die Mitte der Gesellschaft nicht alleine lassen. Bei der Rente wird diskutiert über die Rente mit 70, als ob das noch ein Bild wäre, das auf alle passt. Ein fixes Renteneintrittsalter für alle. Die Biografien haben sich doch fundamental verändert und deshalb müssen wir auch unseren Sozialstaat neu denken. Es gibt nicht das eine feste Renteneintrittsalter für alle. Es gibt nicht die eine feste Arbeitszeit für alle. Es gibt nicht das eine Normalarbeitsverhältnis, das wie als Schablone auf Millionen Menschen passt. Im Gegenteil, die Gesellschaft individualisiert sich und deshalb müssen wir auch unseren Sozialstaat individualisieren. Paul Kirchhoff sprach einmal davon, unser Sozialstaat ist gegenwärtig wie ein Fäustling. Der schützt zwar, er schränkt aber die Beweglichkeit ein. Manche empfinden den Sozialstaat sogar als Eisenhandschuh. Der ist kalt, aber schränkt auch die Beweglichkeit ein. Das Ziel müsste aber sein, unser Sozialstaat muss werden wie ein Fingerhandschuh, der schützt, aber Beweglichkeit eröffnet. Am Ende dieses Jahrzehnts sollten wir einen enkeltauglichen Sozialstaat haben, der sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert und nicht die Menschen zwingt, sich an seinen Strukturen im Leben zu orientieren. Also denken wir groß. Denken wir in diesen Fragen groß. Deutschland braucht bei diesem Wechsel der Jahrzehnte eine Regierung, die durchstartet. Bloßes Absitzen bis 2021 reicht nicht mehr. Die Kernaufgaben müssen jetzt sein: Wirtschaft und Innovation. Das sind wahre Worte, nicht von mir, sondern von Markus Söder. Sie haben es gelesen gestern in seinem Interview mit der Bild am Sonntag. Markus Söder hat recht mit dieser Aufnahme. Was haben wir gegenwärtig angesichts der Herausforderung für eine Regierung? Die SPD will am liebsten schnell raus, um wieder reine linke Lehre vertreten zu können. Und wir haben auf der anderen Seite eine
Koalitionspartei CSU, deren Vorsitzender offen in einer Sonntagszeitung dem Wirtschafts- und der Forschungsministerin das Misstrauen ausspricht. Wir haben eine Sozialdemokratie, die in den nächsten Monaten aus Profilierung versuchen wird, die Union zu erpressen, um Zugeständnisse zu machen oder einen Exit aus dieser Regierungskoalition zu finden. Ich kann hier nur sagen und bekräftigen, wie unsere Position ist. Die CDU, CSU, die sollten sich nicht von der SPD zu irgendeiner törichten neuen Schuldenpolitik erpressen lassen. Es gibt im Parlament Alternativen. Und ich weiß, wie unpopulär das ausweislich aller Umfragen ist, weil die Menschen an Stabilität interessiert sind und den regulären Wahltermin im Jahr 2021 sehen wollen. Dennoch, angesichts der Lage der SPD, angesichts der Situation, dass inzwischen ja auch die Unionsparteien angesteckt werden von dem Erosionsprozess, kann man nur sagen, es ist alles besser als dieser Status quo, auch eine zeitweilige Minderheitsregierung oder auch Neuwahlen in diesem Land, denn wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir sind da bereit. Liebe Freundinnen und Freunde, wir waren und wir sind bereit zur Übernahme von Verantwortung, wenn die politischen Inhalte stimmen. Das stellen wir jeden Tag unter Beweis in unseren 3 Regierungsbeteiligungen in den Ländern. Momentan wird allerdings eher geschaut, nicht auf Vergleichsmodelle innerhalb Deutschlands, sondern gegenwärtig schaut die politische Klasse nach Wien, auch ich. Dort gibt es nun eine neue Koalition, Türkis-Grün oder in der deutschen Terminologie Schwarz-Grün. Klima und Grenzen schützen, Steuern senken. Das erscheint auch manchem in Deutschland attraktiv. Ausweislich etwa der Leitartikel der vergangenen Jahre. Nun, Klima schützen in Österreich ist etwas anderes als in Deutschland. Klimaziele in Österreich gegenüber unseren in Deutschland ambitionierter zu gestalten, ist paradoxerweise realistischer als bei uns. Denn als Alpenrepublik hat Österreich traditionell alleine mehr Wasserkraft und auch mehr Bioenergie als wir. Aber insbesondere die Frage Grenzen schützen, Steuern senken ist interessant. Das haben die verabredet. Aber Grenzen schützen, Steuern senken, das ist in Deutschland nicht an den Grünen gescheitert, sondern bereits an der Merkel-CDU. Insofern ist die Übertragung österreichischer Verhältnisse auf Deutschland nicht ganz so einfach, zumindest gegenwärtig. Paradoxerweise werden wir ja in unserem Land etwa in der Frage der Migrationspolitik uns selbst noch nicht mal einig. Unverändert blockieren die Grünen ja etwa die Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer, um die Asylverfahren und um die Abschiebungsverfahren zu beschleunigen, damit sich die Behörden auf die wirklich Schutzbedürftigen konzentrieren können. Unverändert blockieren die das. Und jetzt versucht die Union im Deutschen Bundestag, dieses eigentlich zustimmungspflichtige Gesetz am Bundesrat vorbei irgendwie im Deutschen Bundestag zu beschließen, mit allen politischen und rechtlichen Risiken, die damit verbunden sind. Da wir selbst in Deutschland noch nicht mal auf einen Nenner kommen in der Migrationspolitik, obwohl wir die Hauptlast in Europa tragen, sind wir in einer paradoxen Situation. Das große Deutschland, das die Hauptlast der Migration in Europa trägt, muss jetzt auf den Erfolg von Sebastian Kurz hoffen, dass er in der Lage ist, in der Europäischen Union den gordischen Knoten in der Migrationspolitik zu durchschlagen. Ich halte das für ein Armutszeugnis für die versammelte deutsche Politik, meine Damen und Herren. Nun ja, nichtsdestoweniger trotz auch die Unionsparteien in Deutschland, die haben sich natürlich orientiert auf Schwarz-Grün. Liest man in Interviews, hört man. So sind auch schon die politisch-inhaltlichen Konzeptionen. Friedrich Merz, hört. Friedrich Merz hat vorgeschlagen, den Spitzensteuersatz zu erhöhen. Als vorweggenommenes Koalitionsangebot an die Grünen.
Und jetzt gerade beim Klimapaket haben wir Schwarz-Grün live erlebt. Union und SPD haben sich verständigt auf eine, de facto ist es das, CO2-Steuer, die mit 10 Euro beginnen soll pro Tonne. Und dann hat die Union mit den Grünen verhandelt und dann wurde der Einstiegssteuersatz von 10 Euro sofort massiv erhöht. Das ist eine Premiere in der deutschen Geschichte, verehrte Anwesende. Bevor eine Steuer das erste Mal erhoben worden ist, haben die Grünen sie bereits schon erhöht. Und das ist die Perspektive von Schwarz-Grün. Dennoch träumt mancher in der Union von einer Koalition mit den Grünen. Denn die ist machtpolitisch so attraktiv, wie es heute eine Koalition mit der SPD ist. Denn SPD und Grüne haben im Grunde ja machtpolitisch nur die Rollen getauscht. Der Unterschied nur ist, die Grünen stehen noch weiter links als die Regierungs-SPD. Wer also von Schwarz-Grün heute träumt, der wird wie in Bremen aufwachen mit Grün-Rot-Rot, meine Damen und Herren. Und daraus erwächst uns eine politische Aufgabe, nämlich in Ländern und dem Bund dafür zu sorgen, dass unser Land weiter aus der Mitte regiert wird. Unsere Aufgabe. Und in dieser Situation spüren das viele Menschen. Die politische Landschaft ist in Bewegung geraten. Alte Zuordnungen, alte Solidaritäten und Bindungen sind schwächer geworden oder haben sich gar ganz aufgelöst. Vor dem Reichstag haben unlängst Landwirte demonstriert. Nicht gegen eine grüne Landwirtschaftsministerin, sondern gegen eine schwarze Landwirtschaftsministerin. Die haben sich gewehrt gegen die pauschale Verurteilung als Klima- und Umweltsünder, obwohl ausgerechnet ja die Landwirte über Generationen von der Natur, von ihrem Grund und Boden leben müssen. Die haben sich gewehrt gegen... Moment. Die haben sich gewehrt gegen einen Aktionismus jenseits wissenschaftlicher Evidenz, wo es ganz schnell um Verbote geht. Die haben sich gewehrt gegen deutsche Alleingänge, der ihnen die Situation im europäischen Wettbewerb schwerer macht. Dagegen haben die demonstriert. Und da fühlen die sich von keinem mehr vertreten. Und nun hat sich etwas verändert. Ja, wir sind immer noch kritisch bei den EU-Agrarsubventionen und wollen das durch ein besseres System ersetzen, das den Beitrag zum Naturschutz angemessener würdigt als die gegenwärtige Subventionskulisse. Das war in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer ein kritischer Punkt in den Gesprächen mit Landwirtinnen und Landwirten. Aber die Situation hat sich verändert. Natürlich haben wir da einen kritischen Punkt, aber im Unterschied zu nahezu allen anderen wenden wir uns gegen pauschale Verurteilung, gegen Aktionismus und Bürokratismus, stehen für wissenschaftliche Evidenz in der Politik und haben Respekt vor Eigentum und Leistung. Das gilt überall, aber eben auch für Landwirtinnen und Landwirte. Und daraus erwächst eine neue Nähe. Oder ich lese in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung unlängst von einem Opel-Mitarbeiter. Da ging es um die Situation der SPD. Und dem wurde folgendes Wortlaut-Zitat zugeschrieben. Er und seine Kolleginnen und Kollegen wählten inzwischen aus Protest FDP oder AfD. Ehemalige Opel-Mitarbeiter. Wir sind keine Protest, wir sind eine Gestaltungspartei. Aber dennoch betrachte ich es als Teil unserer staatspolitischen Verantwortung, dass wir politisch Heimatlosen eine Alternative zu den Rechtspopulisten bieten. Das ist Teil unserer staatspolitischen Verantwortung. Jetzt gerade haben wir Nachrichten aus der Automobilindustrie, einer Perle der deutschen Wirtschaft, einen Wachstumsbringer mit Spitzentechnologie gehört, dass es zum Arbeitsplatzabbau gekommen ist, kommen wird, dass es teilweise Kurzarbeit geben wird. Obwohl das eine Spitzenbranche bei uns ist. 9.500 Beschäftigte
allein bei Audi. Und am Tag, als diese Nachricht bekannt gegeben worden ist, hatten wir eine Regierungserklärung der Bundeskanzlerin vor dem Parlament. Und sie ist auf den Arbeitsplatzabbau bei Audi eingegangen, auf die 9.500 Stellen, die 9.500 Familien, die damit jetzt ja auch eine sicher geglaubte, gut bezahlte Beschäftigungsperspektive verlieren werden. Und der Satz von Frau Merkel dazu war lapidar: Auch Kaiser Wilhelm glaubte, als das Auto aufkam, an die Rückkehr der Kutsche. Was für ein Mangel an Empathie gegenüber den Menschen, die jetzt berechtigte Zukunftssorgen haben müssen. Wir können keine Subventionen versprechen. Das haben wir nie. Aber wir können eins versprechen, dass wir Respekt haben vor der Leistung einer ganzen Industrie und dass wir beenden die einseitige Fixierung auf Technologien, die Beschäftigungsabbau zur Folge haben werden. Ich weiß nicht, ob die baden-württembergischen Liberalen mit ihrer besonderen Zuneigung zum Wasserstoff recht haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es nicht doch der batterieelektrische Antrieb sein wird, ob es synthetische Kraftstoffe sein werden. Aber mit einer Sache müssen wir Schluss machen, dass wir uns einseitig nur auf eine Technologie konzentrieren, wenn längst Unternehmen wie Toyota in Japan auf Wasserstoff setzen, wenn längst die Chinesen abgerückt sind von der einseitigen Fixierung auf die batterieelektrischen Antriebe, dann können wir den Beschäftigten in der Automobilbranche eines sagen: Mit uns gibt es faire Rahmenbedingungen für alle Technologieoptionen und nicht die politische Lenkung darauf, dass eine Schlüsselindustrie künstlich klein gemacht wird. Das ist unser Angebot. Das ist unser Angebot. Und das greift viel weiter. Wenn man sich die Facharbeiterinnen und Facharbeiter ansieht, da haben wir in Deutschland so eine merkwürdige Debatte, so als ginge es um Bedürftige, um die man sich kümmern müsste. Das entspricht doch nicht der Realität. Man möge sich bitte mal die Tarifverträge der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie ansehen, über wen wir bei Facharbeiterinnen und Facharbeitern eigentlich sprechen. Die haben nicht nur die Sorge, Einführung Vermögenssteuer, die im Zweifel im Familienbetrieb den Arbeitsplatz unsicher macht. Und denen geht es auch nicht nur um Fragen des Verzichts auf Sanktionen bei Hartz IV, sondern die haben ganz andere Alltagsfragen. Warum bleibt nichts übrig von den guten Tarifabschlüssen? Warum ist die öffentliche Schule, in die ich meine Kinder schicken muss, in so einem problematischen Zustand? Das sind diejenigen, die über Jahrzehnte funktionierende Integrationspolitik erlebt haben. Nämlich gegenüber denjenigen, die mal als sogenannte Gastarbeiter zu uns kamen an der Werkbank. Da waren die Kolleginnen und Kollegen in der Industrie die besten Integrationshelfer. Da sind aber zugleich diejenigen, die auch sich von Claudia Roth nicht die praktisch zu beobachtenden Probleme der Integration vor Ort ausreden lassen. Und genau diese Menschen mit ihren Sorgen, die vorankommen wollen im Leben, die Arbeit wollen, die für ihre Kinder eine gute Zukunft wollen, Bildung, die Chancen wollen, zum Beispiel auch auf Eigentumserwerb, wie es immer ein Ziel sogar der Bergleute an der Ruhr war, am Ende des Berufslebens das abbezahlte Häuschen zu haben, die sind inzwischen in der politischen Landschaft heimatlos geworden. Und wenn diese Menschen eine politische Heimat suchen, dann laden wir sie ein. Möge in den Medien geschrieben werden, jetzt sei die FDP die neue Arbeiter- und Bauernpartei. Ich habe mir nie träumen lassen. Ich habe mir nie träumen lassen, ich würde mal Vorsitzender einer Arbeiter- und Bauernpartei sein. Es stimmt auch nicht. Wir sind keine Arbeiter- und Bauernpartei, so wenig wir eine Apotheker- und Unternehmerpartei sind. Wir sind eine Partei der politischen Mitte. Und es ist ein Irrtum zu glauben, dass alle Facharbeiterinnen und Facharbeiter linke Politik wollten und alle Landwirtinnen und Landwirte rechte Politik wollen. Was die Menschen in unserem Land suchen, ist eine Alternative aus und für die politische Mitte. Und das sind die Freien Demokraten. Das ist unser Anspruch. Und so... Und so, und
Und so, verehrte Anwesende, sehen das selbst langjährige, ehemalige Sozialdemokraten selbst. Auch diese Partei hat ja eine innere Vielfalt oder man könnte auch sagen eine periphere Binnenspannung. Es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten. Und auch innerhalb der Sozialdemokratie sind Menschen, die eine liberale Perspektive haben, die fortschritts- und reformorientiert sind, die sich der politischen Mitte verpflichtet gefühlt haben und verpflichtet fühlen, heimatlos geworden in der eigenen Partei. Einer ist heute hier, den ich stellvertretend für die begrüßen möchte. Ich begrüße unser ganz frisches Neumitglied, den ehemaligen Bundestagsabgeordneten und rheinland-pfälzischen Sozialminister der SPD. Ich begrüße den neuen Freien Demokraten Dr. Florian Gerster in unserer Mitte. Herzlich willkommen in der FDP. Liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, ich weiß auch, dass das für uns noch eine Kommunikationsaufgabe ist. Aber die ist nicht unlösbar. Ich hatte die große Freude und Ehre, 2017 in Nordrhein-Westfalen die Freien Demokraten in die Landtagswahl zu führen. Die CDU hat von der Wahl der FDP abgeraten. Wir mussten also aus eigener Kraft in den Landtag zurückkommen. Und wir haben es geschafft mit dem besten, dem historisch besten Wahlergebnis bei einer Landtagswahl. Und den größten Zuwachs hatten wir nicht von ehemaligen Wählern der CDU. Den größten Zuwachs in Nordrhein-Westfalen hat die Freie Demokratische Partei von ehemaligen sozialdemokratischen Wählern erzielt. Und deshalb gibt es einen Regierungswechsel in Nordrhein-Westfalen. Und genau diesen Weg, den müssen wir weiter fortsetzen. Es geht nicht um jetzt ein paar Prozent. Moment noch. Es geht nicht um ein paar Prozentpunkte von den jetzt, ich weiß nicht, wie viel Prozent die SPD gegenwärtig hat, sondern es geht um eine breite Mitte von Menschen, die gegenwärtig auf der Suche sind, die oft genug die FDP noch sehen, naja, durch das Brennglas von Jahrzehnten von Images, die auch unsere politischen Mitbewerber gegenüber uns verbreitet und erzählt haben. Das ist sportiver Wettkampf, aber jetzt sind auch unsere sportiven Fähigkeiten wieder gefordert. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen allen sagen, wir Freien Demokraten werden in diesem Frühjahr ganz aktiv darum werben. Und zwar nicht nur über die geschätzten Qualitätsmedien, sondern auch indem wir vor das... Moment, das war jetzt keine Pointe. Ich bin ein Anhänger der Pressefreiheit, selbst wenn nicht alles, was die Medien über die FDP schreiben, freundlich ist. Es stimmt auch nicht alles übrigens. Also insofern, das streichen wir aus dem Protokoll. Nein, wir müssen natürlich werben, und zwar auch im direkten Gespräch. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, einen Tag vor dem Tag der Arbeit, wo die Gewerkschaften rote Fahnen hissen, am 30.04. werden wir einen bundesweiten Aktionstag der Freien Demokraten machen, jeder Orts-, jeder Kreisverband. Und wir gehen vor die Werkstore, um mit den Menschen darüber zu sprechen, was ihnen wichtig ist und was unsere politische Antwort darauf ist. Denn man kann nicht nur Wahlkampf machen von der Couch und auf Twitter. Wir wollen und werden in diesem Jahr zurückkehren in das persönliche Gespräch mit den Menschen, um die Menschen für uns zu begeistern. Unser Anspruch. Liebe Freunde, das Innerparteiliche fasse ich kurz. Das vergangene Jahr ist für die Freien Demokraten ordentlich gelaufen. Wir sind mit der letzten Umfrage aus dem Jahr 2019 gekommen von 10%. Wir haben 5.500 neue Mitglieder gewonnen, haben jetzt über 66.000 Mitglieder. Stellvertretend für die 5.500 neuen Mitglieder begrüße ich in unserer Mitte den ehemaligen Chef von Porsche, Matthias Müller. Lieber Matthias, auch dir herzlich willkommen bei den Freien Demokraten. Ja.
Wir sind mit Lenke Steiner zurückgekehrt in die bremische Bürgerschaft. Das war nicht immer so, dass das gelingt, auch wieder gewählt zu werden. Wir sind im Europäischen Parlament unter Führung von Nicola Beer stärker vertreten als vorher. Wir haben bei den ostdeutschen Landtagswahlen unsere Stimmenanteile verdoppelt. Und wir wissen jetzt, es kommt wirklich auf jede Stimme an. Denn zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt haben wir mit Thomas Kemmerich wieder eine ostdeutsche Landtagswahl erfolgreich abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt lese und höre ich gelegentlich über die Krise der FDP. Wenn ich das jetzt so im Vergleich der letzten Jahrzehnte sehe, 10%, 5.500 neue Mitglieder, nach 10 Jahren wieder in einem ostdeutschen Landtag. Wenn das die Krise der FDP ist, dann möge sie lange anhalten, meine Damen und Herren. Aber Spaß beiseite, dass wir gegenwärtig einen stabilen Aufwärtstrend haben, soll nicht davon ablenken, dass wir natürlich auch Ziele haben. Das ist eine gute Ausgangsbasis, aber ja nicht der Endpunkt einer Entwicklung. Ich sprach gerade über neue Menschen, die wir gewinnen können, ohne dass wir uns verbiegen können und müssten, aber indem sich die politischen Verhältnisse verändern. Auch wir müssen uns Fragen stellen, wo 5 Jahre, nachdem wir hier ein Leitbild beschlossen haben, auch da Aktualisierungsbedarf ist. Das werden wir tun. Klar, wir haben uns einen Orientierungspunkt gegeben. Der Orientierungspunkt unseres Leitbilds, das ist der einzelne Mensch, nicht irgendein Kollektiv, nicht irgendein abstraktes Wir. Der Orientierungspunkt unserer Politik, das ist der einzelne Mensch, dessen Recht wir schützen und erweitern wollen, im Hier und Jetzt auf seine Weise glücklich zu werden. Das ist unser Orientierungspunkt und deshalb haben die Ziele wie das Vorankommen durch eigene Leistung, weltbeste Bildung, Selbstbestimmung in allen Lebenslagen, diese großen Reformen, Projekte der Freien Demokraten, die sind unverändert aktuell. Aber wir müssen nach 5 Jahren prüfen, ob nicht auch neue Herausforderungen auf uns zukommen, ob sich nicht die Gesellschaft und ob sich nicht die Freien Demokraten in ihr verändert haben. Worüber debattieren wir auch heute hier? Was ist uns wichtig? Doch natürlich spielt die Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen eine viel größere Rolle als vor 5 Jahren, als wir unser Leitbild seinerzeit beschlossen haben. Deshalb taucht das nur auch am Rande in unserem Leitbild auf. Und da möchte ich meine Partei einladen, in diesem Frühjahr genau darüber zu diskutieren. Der Grundorientierungspunkt des Einzelnen ist richtig. Aber wir stehen längst in einem Ideenwettbewerb, ob und wie wir die Schonung natürlicher Lebensgrundlagen verbinden können mit einer freiheitlichen Lebensweise und mit wirtschaftlichem Fortschritt. Und deshalb wächst uns auch da eine besondere Verantwortung zu. Wir wollen und wir müssen die Klima- und Umweltpolitik aus der Falle des Aktionismus und aus den linken politischen Instrumenten befreien, indem wir Klima- und Umweltschutz wieder mit Vernunft und mit Technologie und Marktsteuerung erreichen. Und genau dieses Ziel, das schlage ich vor, sollten wir in diesem Frühjahr diskutieren, in unser Leitbild aufzunehmen, als Aktualisierung. Ein Ziel. Und darüber werden wir in aller Offenheit diskutieren, weil wir eine ganz lebendige, vielfältige Partei sind. Ich habe gelesen, bei den Freien Demokraten gibt es jetzt einen liberal-konservativen Kreis des sächsischen Bundestagskollegen Thorsten Herbst und unserem Wahlgewinner Thomas Kemmerich. Mein Freund Johannes Vogel spricht ganz offen auch wieder über sozialliberal als politischen Standort. Mein Freund und Kollege Michael Theurer sieht sich selbst als Verfechter eines Ökoliberalismus. Und Rudolf Rentschler. Aber ich will auf folgenden Punkt hinaus. Wir sind eine vielfältige Partei, wir sind eine Partei von Individualisten. Aber in unserer liberalen Partei verbinden wir Vielfalt mit Teamwork und deshalb schwächt uns diese politische Vielfalt der Perspektiven nicht, sie macht uns stärker.
Und ich betrachte es als ein Privileg, dass ich diese Partei und diese Fraktion führen darf, die trotz aller Unterschiede in den Nuancen und Perspektiven in einem verbunden ist, wie keine andere Partei sonst. Nämlich in dem Vertrauen auf die Vernunft und das Verantwortungsgefühl, in anderen Worten die Freiheit eines jeden Einzelnen. Und deshalb ist das Gemeinsame, was die Freien Demokraten verbindet, viel stärker als die unterschiedlichen Akzente, die wir in der Tagespolitik setzen mögen. Das macht uns stark. Für die Bahnreisenden, jetzt komme ich zu den letzten 3 Minuten. Denn genau diese Mission, die individuelle Freiheit zu verteidigen, das wird in dem nächsten Jahrzehnt auch eine besondere Rolle für uns sein, wenn man die politischen Debatten ansieht. Da wird über Verstaatlichung gesprochen. Beispielsweise von BMW, von Wohneigentum zumal, über den Mietendeckel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, die Garantie des Eigentums, das ist ein Eckpfeiler unserer Verfassungsordnung. Wer diesen Eckpfeiler ansägt, der sorgt nur dafür, dass niemand mehr in unserem Land investieren will, denn die Voraussetzung von Investitionen aus dem In- oder Ausland ist die Rechtssicherheit, die wir in den vergangenen Jahrzehnten gewähren konnten. Jetzt kommen neue... Neue Fantasien der Vergemeinschaftung, der Sozialisierung, des demokratischen Sozialismus. Haben wir nichts gelernt? Linda Teuteberg hat es gesagt, aus unserer deutschen Geschichte. Haben wir nichts gelernt aus den Entwicklungen der vergangenen Jahre, des letzten Jahrzehnts, zum Beispiel in Südamerika? Mit genau diesen Ideen ist doch damals der sogenannte Reformer Hugo Chavez in Venezuela ins Amt gekommen. Und ja, selbstverständlich hat er Industrie verstaatlicht, aber das Ergebnis war nicht, dass es der breiten Masse besser ging im Sozialismus, sondern das Ergebnis war Verelendung, Hyperinflation und am Ende autoritäre Politik. Es sollte uns eines lehren: Am Sozialismus ist nicht die Umsetzung das Problem, es ist die Idee selbst, die nicht menschenfreundlich ist. Die Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit ist in unserem Land natürlich formal garantiert, aber wie ist es mit der Meinungspluralität, also der tatsächlich gelebten Meinungsfreiheit, dem Wohlwollen auch gegenüber der oder dem Andersdenkenden? In Hamburg ist der Bernd Lucke als Professor gehindert worden daran, seine Vorlesung zu halten. Ich habe Bernd Lucke als AfD-Vorsitzender immer politisch bekämpft. In Spiegelgesprächen, in Talkshows, in Reden. Ich habe Bernd Lucke immer politisch bekämpft. Aber genauso würde ich mich immer dafür einsetzen, dass er ungehindert seine allerdings falschen Thesen verbreiten kann. Denn das hält unsere Demokratie aus. Das hält unsere Demokratie aus. Und nicht zuletzt haben wir im vergangenen Jahr alle groß gefeiert, den 70. Jahrestag der Verabschiedung des Grundgesetzes. Wer in unser Grundgesetz schaut, da steht ganz viel drin von Freiheit von, Schutz vor, Freiheit zu. Ganz wenig steht davon verboten. Denn unser Grundgesetz hat ein Menschenbild, das ihm zugrunde liegt, das Menschenbild des Aufgeklärten, des Mündigen, des Erwachsenen, verantwortungsbereiten Menschen. Und dennoch diskutieren wir, Michael, du hast es aufgezählt, über eine Vielzahl von Verboten. Ja, klar, wenn in Berlin ab dem 30.12. bereits geböllert wird, dann stelle ich mir auch die Frage, Menschenskinder, muss das sein? Aber bevor wir sowas verbieten, könnte man doch auch an den gesunden Menschenverstand appellieren, dass die Menschen verantwortungsbewusst mit ihrer Freiheit umgehen. Denn das gehört zu einer liberalen Verfassung, eine liberale Gesellschaft, die solche Konflikte
Konflikte auch mit sich und unter sich ausmacht und nicht immer nur nach dem Gesetzesbefehl ruft. Und deshalb bleiben wir frei. Ein gutes neues Jahr. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, Gruppenbild mit zwei Damen und hier zwei Herren im Studio. Ich begrüße ganz herzlich Professor Tillmann Meyer. Grüße Sie. Also könnte man drüber schreiben oder drunter schreiben nach dieser Rede des Parteivorsitzenden bei der FDP. Er hat ja recht, oder? Naja, klar, in so einer Rede gibt es immer Punkte, die absolut vertretbar sind. Und zum Beispiel Steuererleichterungen zu sprechen. Das erwartet man ja von der FDP ohnehin, das hat er gemacht. Aber wo er recht hat, ist natürlich auch interessant, wenn er sagt, die FDP zieht jetzt vor die Werktore. Dort hat man sie eigentlich nicht so sehr bisher beobachtet. Das heißt, es gibt eine neue Strategie, die Heimatlosen der Sozialdemokratie abzuholen, abzufangen, aufzunehmen. Und diese Strategie, sich sozusagen ein bisschen breiter aufzustellen, das ist neu und das ist natürlich, wie er auch selber sagte, ein Kommunikationsproblem, also eine Frage der Glaubwürdigkeit, ob das angenommen wird. Daran muss man als FDP wahrscheinlich noch sehr stark arbeiten. Also deswegen hat er sich wahrscheinlich auch verstärkt an der SPD in seiner Rede jetzt abgearbeitet und auch nicht umsonst und nicht ohne Grund, sagen wir es mal so, die Personalie Florian Gerster erwähnt, also ein SPD-Politiker von doch sehr hohem Rang eigentlich, der jetzt bei der FDP sitzt. Ja. Das ist nicht der erste. Ja. Wolfgang Clement ist auch auf diesem Weg weg von der SPD gegangen, auch prominenter NRW-Ministerpräsident-Chef und so weiter. Insofern ist dieser Weg des sozialen Liberalismus, den man ihn da nennt, der ja nicht bedeutet, dass man mit der SPD koalieren will, weil die SPD ja schier auch nicht als große Volkspartei existent ist, sondern dass man sozusagen ein Erbe antritt, was ja durchaus tatsächlich, wenn man das historisch sieht, eine Sinn macht. Im 19. Jahrhundert war der Fortschrittsmoment sowohl bei der Sozialdemokratie wie bei den Liberalen. Diese Aufstiegsperspektive, die man hier sieht, dass man die Arbeitnehmer in ihrer in ihrem Leistungswillen unterstützen möchte, das ist ja durchaus ein liberales Spektrum, an das man hier anknüpfen möchte. Aber es steht, wie auch angedeutet, schon im Wege, dass eben bisher das Image der FDP ein anderes war, stärker eben auf die Wirtschaftsführer orientiert. Wirtschaftsführer und eher diejenigen, die Handwerk und dergleichen und kleinere Unternehmen haben. Also eher der Mittelstand bis höhere Mittelstand. Also das heißt, ist das jetzt ein Linksblinken von der FDP oder ist das quasi nur zu sagen, also wenn ihr da nicht mehr klarkommt mit eurer SPD, ihr könnt euch gerne bei uns einreihen? Oder ist es eine inhaltliche Verschiebung, die sich da andeutet? Es ist eine kleine inhaltliche Verschiebung durchaus, aber auch eine Rückkehr an die Ursprünge, könnte man sagen. Und insofern macht es in der Geschichte des Liberalismus durchaus Sinn, wenn man diese Fahne wieder stärker hochzieht. Aber interessiert das jemanden, ob das in der Geschichte schon mal da gewesen ist, wenn es heutzutage quasi dann im Aktuellen kaum gewusst wird? Oder ist das dann auch, wie er sagt, ein Kommunikationsproblem, in Anführungsstrichen, das gelöst werden müsste? Also es ist hauptsächlich ein Kommunikationsproblem natürlich und auch eines der Glaubwürdigkeit, dass eben dieser Schwenk, der nicht unbedingt ein Linksschwenk ist, aber jedenfalls eine Veränderung, dass der angenommen wird, aber der Hinweis auf die Historie muss einem Professor erlaubt sein, zu äußern. Dann hat er die Philosophie Schwarz-Grün hin und her gedreht und auch mit Österreich verglichen, dass wir dann natürlich nur abwarten müssen, was da passiert und was wir davon lernen oder übernehmen könnten überhaupt. Er hat aber auch gesagt, er sei bereit, also mal so sinngemäß übersetzt, für das Tragen einer Minderheitsregierung im Bund. Das ist auch ein Signal, das recht deutlich ist, oder? Ja, das ist natürlich ein gewisses Schwanken, einerseits Jamaika aufzugeben und zu sagen, man steht für das bessere Regieren und jetzt steht man dann doch zur Verfügung.
Das ist ein gewisses Schwanken, aber es hat natürlich jetzt inhaltlich bezogen damit zu tun, dass man die Große Koalition derartig schlecht einschätzt, als vom Output her, dass hier zu wenig kommt und dass eine gewisse Stagnation stattfinden soll aus der Sicht der FDP. Darüber könnte man ja reden, aber ob das eine Lösung ist, eine Minderheitsregierung zu unterstützen, ist natürlich die Frage, einfach weil die Situation in diese Richtung noch nicht sich entwickelt. Das könnte schneller kommen, als wir manchmal glauben, oder auch bis zum geplanten Wahltag noch dauern. Professor Tillmann-Meyer, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie im Studio waren und sich das alles auch angehört haben, um jetzt ein Fazit zu ziehen. Danke. Meine Damen und Herren, Ihnen danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und hier geht es jetzt weiter im Programm mit der spanischen Armada beim Angriff auf England. So, ich muss jetzt selber gerade nachgucken. Ich weiß aber ganz sicher, dass wir uns um 17.30 Uhr wiedersehen, wenn Sie wollen. Seien Sie dabei, dann gibt es nämlich hier die Sendung Der Tag. Da freue ich mich auf Sie und wünsche bis dahin einen fantastischen Nachmittag bei Phoenix.